den Fotografen. Das ist doch der, der irgendwie immer sagt, hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Genau. Und dann am besten immer dumm in die Wäsche schauen. Moment, kann ich. Nein, meine lieben Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Sieht so aus. So ist so. Ich habe Schwanz. Dinge, die aus dem Kontext gerissen komisch klingen. Frage 14. Wobei handelt es sich um einen bekannten deutschsprachigen Schriftsteller? Kafka, 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 Kafka. Stark. Was? Stark. Ich hab mich voll erwischt. Der kam unerwartet, ne? Also ich möchte mal ganz kurz Kritik äußern. Ja, ich kritisiere. Und mach ein Tor. Tor für Bari! Was? No! Mit der Anfrage macht das Bild um 10 cooler. Kill die, komm. Jetzt rein. Komm, schaffst du, komm. Ja, schaffst du wirklich. Komm. Ich hab einfach nur alles da reingebracht. Nice! Sehr schön. Bis dann. Warte, ihr kriegt noch kurz die Krokodil-Power. Mau und ciao. Quack, quack. Bin ich froh, dass Reklamationen in meinem gelernten Job nicht so ohne weiteres möglich sind. Bestatter? Ja, was? Da stelle ich mir eine Reklamation auch sehr merkwürdig vor. Oh, das wäre super witzig. Also, weh, du kommst da nicht weiter. Du bist schwul. Das ist ein Schwanzjagdspiel. Das muss funktionieren. Tisch, ein Podium können wir bauen. Oh, Leute. Oh, lala. Jetzt können Reden gehalten werden. Können die Ziegen Reden halten, oder was? Sprechet zum Volk. Meh. Warum stelle ich mir das gerade im Chat so vor, dass Josie und Däumelinchen auf diesem Rollstuhl sitzen und dann den hier machen? Warum stelle ich mir das gerade vor? Ja, ist durchaus passend. Es musste kurz sein, es tut mir leid. Ah nein, Entschuldigung, ich habe das nicht richtig interpretiert. Moment. Du musst natürlich noch einen Löffel dabei festhalten, ganz wichtig. Oh, wartet, ein Löffel. Josie, ich glaube, du hast ein bisschen Wein zu viel getrunken. Hast du den Dokument von Marco auf? Löffel ist da. Wir machen das jetzt stilecht. So. Moment, ich muss erstmal wieder auftauchen. Da bin ich. Ist tatsächlich aufgetaucht. So. Wo ist der Bari? Da ist der Bari. So Leute, jetzt ricken wir das Game. Ja, Morty. Und jetzt wird so übel, jetzt kommt einer von uns dran und es wird Marius Abfahrt. Ich schwör's dir, dann kotze ich im Strahl. Die kam heute noch gar nicht dran und ich bin glücklich drüber.
Ich habe neulich Autogas eingestellt, da bin ich gar nicht mehr geladen. Und dann habe ich gedacht, was habe ich jetzt gemacht? Nein, es ist halt auch so. Ist jetzt auch herzlich willkommen. Suchst du nach etwas Exotischerem? Wie sind die heute alle verrückt? So, wir sind dran. Würfeln wir mal. Bams, erstmal Schlachtfeld hier räumen. Und ein Pasch, guck an. Eine 10. Oh, komm schon. Dann kaufen wir mal den zweiten Bahnhof. Okay, ich möchte jetzt mal eine Prediction machen. B-Flash. Was, ja, was passiert denn, wenn ich eine 6 und eine 4 würfel? Dann kommst du auf den nächsten Bahnhof. Okay. Aber du würfelst keine 6 und keine 4. Okay. Hast du recht, das ist eine 6 und eine 1. Hm, schade. Ey, das wär's jetzt noch gewesen, ne? Oh, Ereignisfeld, nächster Bahnhof. Nein. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Du schummelst doch! So geht Prediction, meine Freunde! Na dann, hopp hopp! Ja. Wir müssen das jetzt kurz einmal sicher halten. Na, hast du? Sehr gut, Bari. Bei was hat dein Anal... was hat dein Analphabet-Problem? Genau, dekadente. Ich habe im Stream angefangen. Ich habe eins fürs Wohnzimmer, eins fürs Schlafzimmer, eins für die Küche, eins für Discord, ein separates für den Stream. Ich will doch nur Krieg. Ich will doch nur Krieg. Ja, das kann doch nicht so schwer weg sein. Weg mit der Bombarde, die kann doch nix. Er will doch nur Krieg. Ganz laut geschnarcht. Stell mir das mal echt vor. Guten Abend, Missy, oder besser gesagt, guten Abend. Ein Fotograf ist den Fotograf. Es ist doch der, der irgendwie immer sagt, hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Genau. Und dann am besten immer dumm in die Wäsche schauen. Moment, gar nicht. Nein, meine lieben Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Sieht so aus. So ist. Ich habe Schwanz. Dinge, die aus dem Kontext gerissen komisch klingen. Frage 14. Wobei handelt es sich um einen bekannten deutschsprachigen Schriftsteller? Kufka, Kafka, Kofka, Kifka. Was? Stark! Hab mich voll erwischt. Der kam unerwartet, ne? Also ich möchte mal ganz kurz Kritik äußern. Ja, ich kritisiere. Und mach ein Tor! Tor für Bari! Was? So! Mit der Anfrage macht das Spiel schon 10 cooler! Kill die! Komm. Jetzt rein! Komm, schaffst du, komm! Ja, schaffst du wirklich. Komm! Ich hab einfach nur alles da reingebracht! Nice! Bis dann. Warte, ihr kriegt noch kurz die Krokodil Power. Mau und ciao.
Aua, ihr hübschen Menschen da draußen. Und natürlich auch den hübschen Menschen im Discord. Hallo Kuro, hallo Fuhai. Einen wunderschönen guten Abend. Moin moin. Wir gehen heute rein in, wer weiß denn sowas? Fuhai wird gechallenged. Also Challenge 1 hat er schon mal gewonnen. Er ist wach. Ja, ich bin auch erst seit 2 Stunden im Discord oder so. Ja. Hallöchen, Rio. Nicht Hallöchen, Rio. Schön, dass du auch wieder da bist. Wow, ich wurde am 6. Juni von Vari zum Mann gemacht. Weil ich bin seit dem 6. Juni Mitglied. Was ist rot und steht im Wald? Ein Kirsch. Badumts. Oh Mann. Ist leider noch unter dem Chat, ist ein bisschen doof, aber hey, müssen wir mit leben. Ja, bevor es richtig losgeht, kurzer Hinweis. Die Giveaway-Gewinnwoche hat einen zusätzlichen Tag erhalten. Die geht jetzt nicht bis zum 1. Juli, sondern bis zum 2. Juli. Vari war dumm, Vari hat Termine vergessen. Am 1. kann ich ja gar nicht streamen, da bin ich wahrscheinlich zum Zeitpunkt der eigentlichen Gewinnausschüttung wahrscheinlich komplett besoffen. An einem Geburtstag. Und da werde ich nicht weg sein, also da werde ich definitiv da sein. Also auf dem Geburtstag und nicht online. Von daher, hey, ist das für euch ein Tag mehr Möglichkeiten, Tickets einzulösen etc. pp. Ich dachte nur Koffein und Nikotin für dich. Nein, 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 nein. Also da lasse ich es dann schon richtig krachen. Mann, Vari ist eine faule Socke. Ich möchte mit dem Zollstock jetzt mal eben das Licht hier anmachen. Kleinen Moment. Ich will nicht aufstehen. Oh, Alexa, Licht an. Aha! So nämlich. Alexa, Licht aus. Ja, ich weiß nicht. Ich möchte ja keine Namen nennen, meistens Blue. Ich habe ja für solche Fälle hier so eine wunderbare Fernbedienung, mit denen ich eigentlich das Licht an- und Licht ausmachen kann. Aber wenn der Lichtschalter betätigt wird, dann geht das nicht mehr. So. Oh, Alexa, einfach bester Mann. Wenn du Alexa den Strom wegnimmst, ist das auch nicht mehr. Ja, das ist richtig. Dann geht die Lampe so oder so nicht an. Also wenn Strom weg ist, ja. Dann Kerze an. Ja, Alexa, Kerze an. Ich habe keine Kerze gefunden. So, aber vorbei mit den Alexa-Witzen hier. Nicht, dass eure ganzen... Ja, was jetzt gesagt hat. Nicht, dass eure ganzen Dinger da die ganze Zeit an, aus und was weiß ich was gehen. Wir gehen mal rein ins Spiel. Boop. Nicht, dass Alexa mir jetzt die Kerze bestellt. Und wenn Vari alles richtig gemacht hat, hört ihr Sound. Wahrscheinlich ganz, 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 ganz leise. Und, Fuhai? Ich brauche noch einen Discord-Stream, ja. Ich wollte gerade sagen, ich mache dann einmal hier für dich den Discord-Stream einmal an. Moment, wie mache ich denn das? Das wäre super, aber sonst werde ich bei der Finalfrage nicht rechtzeitig antworten können. Oh, warte mal, das muss ich jetzt anders machen. Jetzt wird's wild. Virtuelle Kamera starten. Alles klar, viel Spaß beim Mailschreiben, Rigani. Beim Mailschreiben? Was bist du jetzt von Mail? So, ich glaube, ich habe dir den Stream in Echtzeit jetzt übertragen. Ich weiß nicht, ob mit Sound, ich hoffe ohne. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ohne. Gut. Das ist schön. So, Fuhai und ich wollen uns heute mal ein bisschen battlen. Ich würde es halt eigentlich ganz geil finden, wenn du mir auch einen Ton übertragen würdest, weil dann kann ich zumindest hören, was die da im Video sagen. Und muss nicht immer hin und her switchen, wie Bekloppter. Das kann ich aber nicht. Muss halt den Stream-Sound aufmachen, dann kannst du das trotzdem hören, wenn ich nicht drüber rede. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich dir da noch das Audio übertragen kann. Tut mir leid. So. Fuhai.
viel Spaß in Team Bernhard. Ich gehe Team Elton, weil wegen Panda. Warte mal. Elton ausziehen. So, Moment, jetzt muss ich erstmal hier wieder. Zip. Wie weit ist die Reichweite von einem Switch-Controller? So. Reicht das von hier bis Bochum? Nein. Okay, das ist ärgerlich. So, wie komme ich hier wieder raus? Ah, nein, da wollte ich nicht hin. Nein, da wollte ich nicht hin. Mann, lass mich raus da. Zurück. Nur meine Frage ja. Zur technischen Umsetzung. Du spielst jetzt für beide? Ja. Ah, ich verstehe. Deswegen ist auch die Discord-Übertragung, damit ich halt die Antworten direkt durchgeben kann, was ich da nehmen möchte. Und er tippt das dann ein und dann ist er halt. Ja, ich verstehe. Weil ich hatte jetzt genau deswegen im Kopf gerade so die Frage, wenn ihr doch über Switch spielt. Nee, nee. Wie? Also ich spiele über die Switch. So, ja, los geht's. Ja, das wird auch zusammenspielen, deswegen war ich irritiert. So, los geht's. Ich bin heute Varis. Welche Hand bin ich? Rechte Hand oder linke Hand? Linke. Okay, ich bin heute Varis linke Hand. So. Also die Folge, die ich heute geguckt hatte, da hatte Bernhard 55 Leute hinter sich und Elton 71. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass nicht irgendwas kommt, was ich schon mal gesehen habe oder sowas, weil das nur unfair. Ach. Wobei, bei mir im Siebhirn weiß ich die Antworten eh nicht. Jetzt habe ich es wieder nicht verstanden, weil ihr wieder reingeredet habt. Das ist fantastisch. Irgendwas mit Mangobäumen. Also bei dieser exquisiten Sitzung hat sich natürlich auch unser Publikum lange Gedanken gemacht. Darüber, nee. Sollen wir heute setzen? Auf welche Seite sollen wir uns setzen? Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Habe ich schöne rote Augen. 44 Leute. Die kennen mich noch vom letzten Mal. Ich glaube auch. Ja, moin. Schon mal da haben wir dich in den Boden gestompt. Ja, man gewöhnt sich dran. So, die Kategorien. Ist das Schild im Hintergrund nicht eigentlich bunt? Ja. Ach du Scheiße. Oh Gott. Wie ticken wir? Essen und trinken? Das Fragezeichen. Ist es Absicht, dass die Sounds von der Switch unglaublich leise sind? Ja, leider. Ich krieg's gerade nicht anders eingestellt, glaube ich. Nee, okay, alles gut. Ich wollte nur fragen. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Ach, warte. Ich würde ja sagen, da guckt ihr Elton an, der weiß, wie er aussieht, aber nein. Könnt ihr mal kurz ruhig sein und der Chat sagt mir, wann ihr die Musik hört? Jetzt. Und red mal ein bisschen nebenbei, damit man mal so den Unterschied hört. Naja, meine Lautstärke ist nicht lauter geworden. Ich habe jetzt nur die Switch-Lautstärke geändert. Hallöchen. Ja, Hallöchen, Burger. Es kann jetzt sein, wenn die reden, dass es die Ohren wegfetzt. Ich habe es jetzt mal auf 30% gestellt. Ich kann das noch runter regeln. So. Ich muss anfangen. Ich höre mit, Vari, so das ist. Okay, super. Ja, clever, total genial. Was bin ich? Tierisch, sehe ich mich. Sonne, Mond und Sterne, no chance. Staatsmänner, schwierig. Schönheit, boah, kommt drauf an. Royals, oh, übel. Magst du deine Kamera nochmal nach rechts rüberziehen? Oh, jetzt. Weil man kann Wünsche. Links unten nicht sehen. Ihr immer mit euren Sonderwünschen. Das Ding ist, ich werde so oder so immer im Weg sitzen. Ah, wie ticken wir? So. Das wollte Ware für sich selber behalten, das Geile, wie ticken wir? Ich nehme tierisch. Dann nehmen wir tierisch. Welches Tier wird bis zu einem Meter groß, klettert auf Bäume und frisst Kokosnüsse? Ah. Ein Krebs namens Palmendiel. Easy.
eine Ratte namens Kokosgauner oder C, eine Katze namens Nussknacker? Okay. Kenne deine Feinde, es ist der Krebs namens Palmendieb. Das ist so ein Riesen-Moped. Wirklich riesig. Das, boah, da habe ich, nee, also wenn das Ding mir irgendwie mal bei Seven vs. Wild oder sowas entgegenkommen würde, gut, ich hätte keinen Hunger mehr, weil ich das Ding erstmal irgendwie erschlagen müsste, aber ich hätte ausgesorgt für die 7 Tage. Ja. Zwischenmeldung, der Sound ist klasse. Okay, gut, danke. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Ich habe ja kein Problem damit, irgendwie Krebs oder sowas anzupassen, aber wenn mir das ein Meter 4 entgegenkommt, und die größte Population existiert hier, auf der Weihnachtsinsel. Ich sehe Krebs, das ist falsch, geht um Hirsche. Weihnachtsmänner sucht man hier vergeblich. Es oder Rentiere. Achtung, Krebs! Der Palmendieb ist das größte an Land lebende Krebstier der Erde. Bis zu einem Meter groß. Und okay, man hätte vielleicht mit der Kamera ein bisschen weggehen können. Um dort Nahrung zu finden. What the fuck? Er besitzt außerdem ungeheuer starke Scheren, mit denen er sogar einen Leopard. Boah, Alter, ich krieg grad Gänsehaut. Boah, fühl ich. Der Palmendieb damit. Hallo, Däumi. Hallo, Däumi. Also, ich werde auch nur drauf gekommen, weil ich halt den Begriff Palmendieb kenne. Über den anderen hätte ich halt nicht gewusst. Was soll eure erste Kategorie sein? So, Fuhai. Was nehme ich denn mal? Also der ist ja größer als ein Dackel. Ja. Ich nehme Sonne, Mond und Sterne. Okay. Wird eh letztendlich bei mir rauskommen, das Ding. Von daher kann ich auch gleich missbauen. Ich finde den Pflaumen und die Videos noch etwas leise, zumindest auf dem TV. Dann mach den TV lauter, mein Lieber. Also das Ding ist, es kann sein, dass die Lautstärke auch ein bisschen runtergeregelt wird, wenn ich etwas sage oder wenn Fuhai etwas sagt. Das kann sein. Viel Spaß im Lurk, Scorpion. Was lässt sich an Astronauten im Weltall beobachten? A. Sie bekommen keine Halsschmerzen. B. Sie schnarchen weniger als auf der Erde. Oder C. Nierensteine lösen sich von alleine auf. B. Möchtest du auch eine Begründung abgeben? Ist für mich das Einfachste. Also ich denke mal, also das hat ja irgendwas damit mit dem Gaumenzäpfchen irgendwas zu tun. Und ich denke mal, dass es in der Schwerelosigkeit halt vielleicht anders funktioniert. So bei Halsschmerzen kommen durch irgendwelche Rötungen oder irgendwas. Und ja gut, ich weiß halt nicht, ob das da mit der Blutzirkulation, aber ich, keine Ahnung, ich schließe das aus. Nierensteine lösen sich von allein auf. Warum? Durch die Strahlung? Nee. Also, ich bleib bei B. Ich kann das einloggen. Also, ich wüsste es nicht. Ich denke einfach mal, dass da irgendwas mit der Luft anders ist und dass das Gaumenzäpfchen irgendwie anders ist. Also das wäre halt so das Logische für mich. Und bevor ich mich hier irgendwie komplett verwirren lasse, nehme ich einfach meine erste Intuition und nehme das Schnarchen. Ich hätte wahrscheinlich bei den Antwortmöglichkeiten auch B genommen. Ich hätte aber wahrscheinlich gesagt, weil irgendwie die Schallwellen anders sind. Keine Ahnung. Macht eigentlich wenig Sinn, aber... Ich habe das auch schon mal gehört. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Dann schauen wir uns mal die Auflösung an. Das Weltall. Unendliche Weiten. Und sehr viel Ruhe. Wenig überraschend also, dass Astronauten auf einer Raumstation besonders gut schlafen. Doch damit nicht genug. Sie schnarchen auch weniger als auf der Erde. Grund dafür ist, laut amerikanischen Wissenschaftlern, sehr wahrscheinlich die Schwerelosigkeit. Sie wirkt sich positiv auf die Atmung aus und verhindert, dass Zunge und Gaumenzäpfchen in den Rachen rutschen. 500 Euro, die ersten 500 Euro. Chapeau. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mal irgendwo gehört habe oder sowas, aber es war halt für mich das Logischste irgendwie. Mit Logik weitergekommen. Das ist faszinierend. Einmal Applaus für mich. Moment. Okay, den Applaus hätte ich auch denken können. Also dieser sarkastische Applaus. Der war ernst gemeint, okay. Eine Getränkedose beim Öffnen. Da sah dein Gesicht aber anders aus. Sollte man vorher A. die Dosenwand rundherum abklopfen, B. mehrmals auf den Verschluss tippen oder C. das Gefäß 30 Sekunden mit den Händen. Und das wird jemand gefragt, der jeden Tag eine Dose Energy aufmacht. Ernsthaft?
Das heißt aber nicht, dass ich das weiß. Okay. Denn markiere einfach nur, bevor du einloggst. Weil dann kann ich da nämlich kurz was zu sagen. Also, ich kenne mehrere Leute, die irgendwelche Ticks haben, wenn sie eine Dose öffnen, die dann oben so drauf tippen und was weiß ich was. Das ist für mich so absoluter Bullshit, meiner Meinung nach. Also ich wüsste keinen Grund, der für mich jetzt da gerade so logisch für sich sprechen würde. Die Dosenwand drumherum abklopfen. So, was wollen die mir damit sagen? Man könnte jetzt hergehen. Aus materialtechnischer Sicht ist eine Dose oder auch ein Glas oder was auch immer ja mit Poren versehen. Das heißt, es ist Kohlensäure drin, die das Überschäumen fördert. Würde bedeuten, man würde doch eigentlich das Überschäumen erst recht fördern, theoretisch. Das Gefäß 30 Sekunden mit den Händen umschließen. Ich rede mir das jetzt einfach schön und sage mehrmals auf den Verschluss tippen und würde das einloggen. Ja, und damit hast du recht. Weil sobald du eine Dose bewegst, sammeln sich halt die Bläschen überall im Inneren der Dose, nicht nur oben. Und wenn du denn die Dose aufmachst, dann entweichen die Gase und die wollen dann alle ganz schnell nach oben und dadurch schäumt das dann über. Weil dann irgendwie zu viel Bewegung oder so da reinkommt in die ganze Materie. Also ist ja, aber die Frage heißt ja, damit es beim Öffnen nicht überschäumt. Ja, genau. Du klopfst dagegen, damit die ganzen Bläschen, die an der Seite sind, die gehen durch das Klopfen nach oben und sind dann oben und müssen nicht mehr durch das ganze Getränk durch. Dadurch schäumt das... Ach so, dass die dann das Getränk nicht quasi mit nach draußen reißen. Ja, genau. Also dass die Tropfen, wenn du nicht vorher raufklopfst, dann sind die Tropfen halt noch irgendwo unten in der Dose, an der Seite von der Dose. Und wenn du denn aufmachst, dann wollen die ganzen Luftbläschen wie auch immer nach oben und nehmen dann halt die Flüssigkeit mit und dann schäumt's über. Also wollt ihr mir gerade weismachen, dass ich die Leute, die ich alle für bescheuert halte, dass die recht haben? Ja. Okay. Und, ich kann dir da demnächst mal ein kleines Video schicken, weil das hat nämlich der liebe gemacht. Ich hoffe, die werden das jetzt gleich auflösen. Dann muss ich mich halt einfach bei ein paar Kolleginnen und Kollegen entschuldigen. Ganz einfache Kiste. Die werden es gleich auflösen. Kommen wir in den B. Ja, schauen wir uns das mal an. So, wir haben B eingeloggt. So, hier kommt die... Und Däumelinchen, mir tut's nicht leid. Eine Getränkedose schäumt über. Ein simpler Trick kann das vermeiden. Einfach die Dose rundherum abklopfen. Dadurch werden die Bläschen, die sich an der Innenwand der Dose festgesetzt... Aha, also wäre es A gewesen. Also sind die anderen Kollegen doch doof. Reißen Sie die Flüssigkeit nicht mit sich. So gibt es keine Fontäne. Genau, siehste, also kann ich die anderen Leute doch noch dissen, dass die keine Recht haben. Nee, das ist ja deine Erklärungsweise. Nur halt eben... Es zählt halt, man klopft auf den Deckel. Ja, aber das bringt ja nichts, da ist ja keine Flüssigkeit. Das hilft aber genauso, weil du dadurch eine Erschütterung in diesem ganzen Gefäß erzeugst. Es liegt dran, wie du doll du drauf tippst. Und ich glaube, das Tippen gerade war einfach nur so ein mit Fingernägeln oben drauf. Tipp gleicht, aber wenn du da drauf schnippst oder so, dann sollte das ausreichen. Ja. Das ist so eine, wie hatten wir das genannt früher mal? So eine Frage, also wo man sich ein bisschen überlegen kann, ob das jetzt wirklich richtig ist. Ich mache halt immer dreimal, viermal so einfach so oben rauf und dann ist es gut. Ja, nee, es ist eben nicht. Ja, bei mir funktioniert's. Ja, ich mach's nicht und mir ist auch noch nie was übergelaufen, also, Ja gut, dann schüttelst du deine Dose vielleicht vorher nicht gut genug. Ja, habe ich auch eigentlich nicht vor. Was möchtest du nehmen? Achso, ich bin dran. Royals. Okay, du möchtest heute aber richtig hart reingehen hier. Eher nicht. Ja, es wird letztendlich bei mir raushängen bleiben. George und seine Schwester Charlotte traditionell ihre Weihnachtsgeschenke von der Queen? Gar nicht. A. Heiligabend. B.
am zweiten Weihnachtsfeiertag, C. Neujahr. Prinz George und seine Schwester Charlotte. Ist das Holland oder wo ist das? Belgien? Wo kommen die her? Ja, das ist dein Wissen, was du wissen musst. Irgendwie verbinde ich die mit da drüben. Jetzt denk doch, lies doch mal die Frage. Wann bekommen Prinz George und seine Schwester Charlotte oder Charlotte traditionell ihre Weihnachtsgeschenke von der Queen? Also die Queen ist ja für mich die aus Großbritannien, aber Prinz George und Schwester Charlotte, die verbinde ich nicht mit Großbritannien. Also habe ich keine Ahnung von. Also Heiligabend wäre zu offensichtlich, würde Elton jetzt sagen. Neujahr ist, glaube ich, nee, Neujahr machen, das machen die nicht in den. Ich habe keine Ahnung. Woher kommen Prinz George und seine Schwester Charlotte? Oder Charlotte? Viel Spaß im Lockdown, Linchen. Ich nehme B. Soll ich es einloggen? Ja, log ein. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Es wird irgendwas gibt es, dass am zweiten Weihnachtsfeiertag bestimmte Leute, bestimmten Menschen. Prinz George und Charlotte. Ich meine wirklich, dass es der zweite Weihnachtsfeiertag sind. Und ich meine, das sind auch Engländer. Ups, okay. Na gut, für mich sind das Holländer. Wir loggen B ein. So, was ist mit der Lautung? Bei Holländern würde das nicht Prinz George sein, sondern Prinz Kirch. Genau. Oder genau, oder Koche. Traditionen werden hochgehalten im britischen Königshaus, natürlich auch zu Weihnachten. So versammelt die Queen am 24. Dezember die Familie auf ihrem Landsitz Sandringham in Norfolk. Während die Untertanen im Rest des Landes ihre Geschenke erst am Vormittag des ersten Feiertags öffnen, findet die Bescherung bei den Royals schon an Heiligabend unter einem reich geschmückten Christbaum statt. Okay. Sowohl das Datum als auch der Baum sind Traditionen, die auf die deutschstämmigen Vorfahren der Windsors zurückgehen. Ja, gut zu wissen. Aber ich wiederhole meine Aussage vom Anfang: gar nicht. Es bleibt bei 500 Euro. Das Spiel ist älter, okay? Ja, deswegen. Wenn ich euch bitten darf, die nächste Kategorie auszuwählen. Da, ja, wenigstens hast du auch falsch gelegen. Das heißt, ich bin noch nicht komplett im A. Weißt du was? Schönheit. Komm, gib ihm. Ja, nein. Ja, nein. Welcher doch. Der neue Schönheitstrend aus Thailand wird auch hierzulande immer häufiger angewendet. Gesichtsbehandlung mit Schneckenschleim, B. Antizellulite-Kur mit Kudung oder C. Haarglanztherapie mit Fischschuppen. Ich hab keine Ahnung. Es gibt einige Schönheitstrends, die können ruhig wegbleiben. Oh Gott. Also ich kann dir da nicht helfen, weil das habe ich bei Facebook noch nicht gesehen. Da hat noch kein Klatschblatt drüber berichtet. Also Fun Fact am Rande, ich bin schon mal Gesicht voraus in einen Kuhfladen gefallen. Ich kann aus sicherer Quelle behaupten, man riecht die Scheiße 2 Wochen lang. Oh Gott. Hat dich auch nicht schöner gemacht. Richtig, das glaube ich nicht. Was? Hat dich nicht auch nicht schöner gemacht? Auch nicht, minus nicht? Also nur plus auch, oder was? Hä? Hat dich auch nicht schöner gemacht. Hör auf zu mobben. So. Gehen wir da mal logisch ran. Das hat ja super funktioniert. Das letzte Mal. Das ist alles eklig, ey. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Schneckenschleim auf der Haut Feuchtigkeit spendet und dementsprechend die Haut hydrosiert wird. Keine Ahnung, wie man das fachthermisch... Wenn du Wasser in der Haut möchtest, nimm Wasser.
Ja, aber Wasser ist ja viel zu schnell weg. Schneckenschleim bleibt ja erstmal drauf und wirkt dann wie so eine Maske, verstehst du? Nimm Gleitcreme. Dann nehme ich lieber Schneckenschleim. Wirklich. Die Frage ist halt, ist das nur der Schleim oder ist die Schnecke noch dran? Ich hoffe doch, dass die Schnecke da noch mit dran ist. Ansonsten wäre das ja schwierig. Naja, man könnte essen. Hallöchen, Lidl, und danke, du Schleimerin. Weil ich glaube nicht, dass bei der Haglandstherapie die Fische auch noch dran sind. So, Haglandstherapie. Haglandstherapie mit Fischschuppen. Stelle ich mir schwierig vor, wenn ich ehrlich bin. Ja, vor allen Dingen hast du den Schuppen. Das ist auch scheiße. Ich weiß nicht, warum mein Bauch sagt mir Schneckenschleim, weil das stelle ich mir so irgendwie aus dem ökologischen Gesichtspunkt finde ich das nicht verwerflich. Ich meine, es gibt ja Alternativmedizin mit Egel, die dann irgendwas aus der Haut raussaugen und diese komischen Fische, die dir der Hornhaut da abknabbern. Warum nicht auch Schnecken, die du aufs Gesicht gesetzt kriegst? Finde ich echt widerlich. Und dann mit dem Schneckenschleim, weiß ich nicht, Dings reinballern hier, nicht Hyaluron, sondern Feuchtigkeit spenden sind. Ich finde das mit dem Schnecken, ich möchte Schnecken auf Gesichtern rumschleimen sehen. Wahrscheinlich wird es denn... Ich glaube, ich habe das bei irgendeinem Promi mal auf RTL in den Nachrichten oder so gesehen, damals, wo ich noch Fernsehen geguckt habe. Ein neuer Kosmetiktrend kann mich aber auch täuschen. Kommt aus Thailand. Jawohl. Im Gesicht. Der Schleim der dort heimischen Schnecken beugt wegen des tropischen... Ja gut, aber in unserem Nachbarland essen sie die. ...und eignet sich sehr gut als Feuchtigkeitsspender. Habe ich gesagt. Sie entfernen die Schnecken abgestorbene Hautzellen und helfen bei entzündeten Stellen. Bei der ja, Bauer easy. Man dann eine Nasenhaare noch ausmachen können, dass da drin ist. ...schleimigen Schönheitstrend zurück. 1000 Euro auf dem Konto. Ja, das ist ein Trend, der hier zu uns kommt, aber in Frankreich nicht funktionieren wird, weil sobald die Schnecken durch den Mund kommen, sind sie weg. Ja, erst in die Gesichtsbehandlung. Das ist der neue Restauranttrend. Erst krabbeln die dir übers Gesicht, nehmen dir die ganzen Schadstoffe raus und dann werden die ausgekocht. Ganz einfaches Thema. Geschäftsidee à la France. Was möchtest du nehmen? Beim Thema sind Essen und Trinken. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, kann man. Gut. Wobei kann frischer Ingwer helfen, frischer Ingwer. Reiseübelkeit zu mindern, Reiseübelkeit, Schimmel an den Wänden zu bekämpfen, Schimmel an Wänden, oder C, weiß ich nicht, Marmelade zu gelieren. Nee. Reiseübelkeit, das weiß ich, weil das war bei Duell um die Welt, glaube ich, und da haben die nämlich auch Ingwer-Tabletten gehabt, glaube ich. Soll ich das einloggen? Ja, bitte, bevor ich hier irgendwie noch anderen Blödsinn quatsch. Schlecht? Ich bin gespannt, warum. A ist eingeloggt. Hier ist die richtige Antwort. Das Geheimnis der Ingwerknolle sind Schafstoffe in Kombination mit Mineralstoffen, ätherischen Ölen und Vitaminen. Die Inhaltsstoffe des Ingwers blockieren im Magen Rezeptoren des Botenstoffs Serotonin, welcher unter anderem Übelkeit auslöst. Die Ingwerwurzel kann also roh gekaut oder auch als Tee getrunken werden, um Reiseübelkeit vorzubeugen oder zu behandeln. Schlauer Fuhai. Ich habe einfach nur mehr Fernsehen und alles Mögliche geguckt als andere Leute. Also lohnt es sich doch zwischendurch mal hier so bekloppte Sachen von mir im Glas zu gucken. Da kriegt man doch noch einiges mit. Ja, super. Das wird heute sehr sehr ausgeglichen, was für mich sehr schlecht ist. Ich brauche noch einen Vorsprung. Dass Bernhard und ich die gleiche Frisur haben. Naja, fast. Oh. Total genial, komm. Womit lässt sich verhindern, dass sich Schimmelflecken an Wänden ausbreiten? Haarmilch, B, grüner Tee oder C, Brennspiritus? Gott, mach mal Haarmilch an die Wand. Oh, ein Leckerchen für die kleine Maus. So, jetzt ist Baumarkt-Vari ist jetzt hart getriggert, ne? Kannst du auch einfach mit Farbe ein Stoppsymbol an die Wand malen. Vielleicht hast du ja Glück. Also ich meine,
dass du mit dem Brennspiritus, weil das extrem viel Alkohol enthält, dem Schimmel die Grundlage für den weiteren Wachstum nimmst. Bei Haarmilch hast du auch schon Bakterien und so weiter mit drinne. Da stinkt dein ganzes Zimmer irgendwann nach Käse. Darf ich gleich noch was dazu sagen, bevor du auflöst? Ich glaube, mit dem Käsegeruch geht das gar nicht. Ich glaub, das geht ja, kannst du gleich machen, Kuro. Grüner Tee. Ah, ich, der Teetrinker vor dem Herrn, der Schwarztee und grünen Tee absolut widerlich findet. Habe ich beides noch hier stehen und habe ich beides nur einmal probiert. Schmeckt echt scheiße. Wüsste ich jetzt chemisch gesehen zumindest keinen Grund. Und ich gehe jetzt da wirklich chemisch ran und würde sagen, der Brennspiritus durch den Alkohol, der da enthalten ist, oder Ethanol, oder es ist ja alles Alkohol im Endeffekt. Oder trigger ich jetzt eventuell den einen oder anderen. Würde ich sagen, aufgrund der chemischen Grundlage wird das den Schimmel verhindern oder eindämmen. Ich logge das ein und ich warte erstmal auf die Erklärung von Kuro. Kuro, it's your turn. Also, Haarmilch hätte ich auch ausgeschlossen, grüner Tee hätte ich auch ausgeschlossen. Deine Sache mit Alkohol, Brennspiritus ist Ethanol, dementsprechend richtig. Nur mit einem höheren Schwefelanteil und Spuren von Methanol, deswegen sollte man das nicht trinken, sonst wird man blind. Fun fängt am Rande. Ich weiß es nicht, aber ich wollte das einfach schon mal in den Raum werfen, weil ich es, faszinierend fände, wenn es so ist. Wenn du dir Brennspiritus, also Alkohol, Ethanol, auf die Haut packst, trocknet das die Haut aus. Hm? Jetzt hätte ich fast gesagt, was sein könnte, ist, dass die Zellen vom Schimmel aufgebrochen werden, dass die aufplatzen, beziehungsweise dann eben austrocknen. Mhm. Also, Chlor ist klar, warum das hilft. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Beim Brennspiritus hätte ich das jetzt auch so gesagt. Also ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne der Baumarkt-Wari kennt halt eben nur diese Reiniger mit, es gibt die mit Chlor und chlorfrei. Genau. Und beim Chlor bleicht aber auch nur. Richtig. Deswegen wäre ich jetzt halt wirklich, ich bin felsenfest der Meinung, dass auf diesen Was ist da drin Liste Ohol oder sowas drinsteht. Also irgendwas mit Hol am Ende. Und das ist ja dann automatisch Richtung Alkohol gehend. Genau. Also hätte ich auch grob genommen. Ich hätte aber auch grüner Tee nicht gänzlich ausgeschlossen, weil grüner Tee ist für allen möglichen Blödsinn bekannt. Aber es ist halt Feuchtigkeit und Schimmel aber reitet sich auf Feuchtigkeit aus. Mein Umkehrschluss wäre ja im Endeffekt, bevor ich jetzt das auflöse, wenn Haarmilch oder grüner Tee Schimmelflecken und so weiter oder Schimmel im Endeffekt vernichtet, dann wären die Sachen ja auch Gift für unseren Magen, theoretisch. Also jetzt nicht praktisch, wegen Salzsäure und so weiter und so fort, aber theoretisch. Die würde da komplett gegenwirken. Ja, deswegen sage ich ja theoretisch. Ihr dürft nicht alles wörtlich nehmen, was ich sage. Wie meinst du das jetzt gerade? Also im Sinne von, wenn ich Haarmilch trinke, ja. Ich habe ja im Magen die Magensäure, klar, die weitet sich aus in viele Teile des Körpers. Aber dann müsste ich ja zum Beispiel auch Pilze, Bakterien und so weiter in der Mundflora mit Milch bekämpfen können. Oder mit grünem Tee oder ähnlichem. Und mein Gedankengang. Milch wird es begünstigt, weil du dadurch eine andere Schleimkonzentration im Mund hast. Ja, mein Gedankengang ist jetzt gerade aber eher, wenn ich an die Mundspülungen denke, ist dort auch meistens Alkohol enthalten. Mhm. So ist gerade mein Gedankengang. Ja. Und Haarmilch bzw. Milchprodukte generell sollst du nicht essen, trinken, wie auch immer, wenn du eine Verletzung im Mund hast, siehe Weisheitszähne. Mhm. Weil dadurch schneller Entzündungen entstehen können. Bakterienbildung etc. Bei grünem Tee weiß ich es nicht, weil das auch mal gesagt wird, dass das, ich sag jetzt mal, ausgleichend ist für den Körper. Da weiß ich es einfach nicht.
Ja. Würde ich die Tannine und so weiter, Gerbsäuren, vielleicht auch noch sehen, aber das ist jetzt ganz, ganz schwierig. Wir lösen das jetzt einfach mal auf. Ja. Genau, Lasagne Flaum hat schon geschrieben. Okay, wir haben C eingeloggt. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Viele Mittel zur Schimmelbekämpfung enthalten Chlor und belasten daher die Atemwege und schaden der Gesundheit. Stattdessen gibt es ein günstiges Hausmittel, Brennspiritus. Das enthaltene Ethanol tötet die Sporen ab, die dafür sorgen, dass sich der Pilz ausbreitet. Die Anwendung ist einfach. Brennspiritus mit Wasser im Verhältnis 3:1 verdünnen. Die Lösung auf die befallene Fläche pinseln und trocknen lassen. Wer nötig, den Vorgang wiederholen und den Raum gut durchlüften. Easy. 3:1 heißt also 3 Teile Brennspiritus, 1 Teil Wasser. Und die Versuchung vorgegeben haben. Ja, hast du auch gesehen, das Glas war relativ voll mit Brennspiritus und kleinen Schussdings. Ich finde es halt schade, dass sie nicht erklären, warum. Na, aber das ging sehr stark in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast. No. Ah. So, was nehme ich denn? Damit das in der Reihe ordentlich aussieht, müsste ich eigentlich unser Körper nehmen. Oder glaub, du nimmst die Ticken wir und verkackst und dann passt das auch mit der Reihe. Nee, ich möchte ja richtig machen, deswegen unser Körper. Gut. Ich bin dabei. Viel Spaß. Salzarme Ernährung für Babys ist nicht nur gesund, sondern kann auch welchen zusätzlichen Effekt haben? A. Geringerer Windelverbrauch, B. Höhere Schmusetüchernachfrage oder C. Geringerer Schnullerbedarf. Bett. Was ist das für ein Bett? Also, geringer Windelverbrauch. Was hat Salz? Gut, Windelverbrauch, wenn du mehr Salz zu dir... Salzarme Ernährung. Ist nicht nur für Babys, ist nicht nur gesund, sondern kann auch, also weniger Salz. Ich habe das gerade falsch rumgelesen. Ich dachte, Kinder kriegen mehr Salz und deswegen, weil dann wäre das Richtung Austrocknen gegangen. Aber naja, viel Salz. Vielleicht kriegen die ja auch das normale Salz und nicht nur mehr Salz. Entschuldigung. Ah, oh Gott. Geringer Schnullerbedarf. Ich wüsste nicht warum. Kein Salz, zack, Schnuller weg. Hä? Also ich verbinde Salz immer viel mit Kreislauf-Blutdruck, weil ich durch meinen Blutdruck halt wenig Salz zu mir nehmen soll. Das hat damit aber nichts zu tun. Also ich habe meinen Kater trotzdem, obwohl, ja gut, weniger Salz und ich schmuse immer mehr mit meinem Kater. Schnuller habe ich eher selten. Kann ich nichts zu sagen. Und Windeln, ja, habe ich nicht mehr und noch nicht. Das ist schön. Da tendiert jemand zu einer Antwort. Ich auch. Ja, ich tendiere auch zu einer Antwort und zwar Publikumsjoker. Okay. Bevor ich den einlöse, weil dann brabbeln die gleich los oder... Ne, komm, ich kann ja Publikumsjoker schon mal machen. Okay, wir nehmen das Publikum. Weil du musst ja dann gleich erst noch auswählen. So. Genau. Wer weiß das? Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. Ihr müsst euch entscheiden. Also, der Typ hat einen roten Pulli. Der ist markant. Da ist eine Katze drauf. Und der Typ hat meine Lieblingsfrisur. Also jetzt mal ernsthaft. Ich muss den Rotpulligen nehmen. Okay. Ich habe eine Theorie. Dadurch, dass dem Baby weniger Salz in den Körper gepumpt wird, hat das Kind einen anderen Stoffwechsel und dadurch braucht man weniger Windeln. Ist eine These? Ist aber ein guter Guess. Keine Ahnung, ob das stimmt, weil theoretisch Salz bindet ja eigentlich Wasser. Also würde ich eher auf die Windel-These gehen. Aber du möchtest den roten haben? Ja, bitte. Dann sollst du den auch kriegen. Aber ich nehme trotzdem den roten. Ne, Mithil würde auf Letzteres gehen. Da bin ich ja mal gespannt. Das hat er bestimmt in einer Doku gesehen. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, es ist Antwort A. Das hat mir mal jemand erzählt. A ist eingeloggt. Dann schauen wir mal.
Hier ist die Lösung. Moderne Babywindeln sind wahre Hightech-Produkte. Damit Babys Po trocken bleibt, ist zwischen die Watte sogenannter Superabsorber eingebettet. Dies ist ein Granulat, welches das bis zu 1000-fache des eigenen Volumens speichern kann. Salziges Wasser kann aufgrund der Ionen des Salzes schlechter absorbiert werden. Und da Babyurin nicht nur aus reinem Wasser besteht, muss die Windel öfter gewechselt werden. Salzarme Ernährung würde also den Geldbeutel schonen. Okay, falscher Grund, richtige Entscheidung. Ja, letztendlich kommt es nur darauf an, ob das Ding da rot oder grün angezeigt wird. Wir haben noch vier Kategorien. Aber ja, okay. Ey, aber mein Publikumsdings war Bauchredner. Der hat bei mir nicht die Lippen bewegt. Mhm. Also, Respekt. Aber Superabsorber ist geil. Es macht richtig Lust, damit zu spielen in dem Chemieunterricht. Ich hab nie aufgepasst. So, was nehme ich denn jetzt? Ja, mach die Reihe voll. Nein, vergiss es. Ich mache eine andere Reihe voll. Ich mache das, was bin ich. Oh, nö. Oh, dann hast du gleich den ersten Bingo. Vielleicht. Bei seiner Arbeit mit Ohroliven in Berührung. A. Ein Friseur bei einem Kurzhaarschnitt. B. Ärzte bei der Untersuchung. Oder C. Hundezüchter bei der Markierung von Welpen. Ohroliven? Oder Ohroliven? Oder ich habe halt keinen Text gehört. Ich glaube, ich kenne die Dinger. Ja, aber nur mal im Ernst. Wir sind jetzt auch nicht zum Schreiben hier, ne? Also zum ordentlich Schreiben. Ne, die im Chat, die sagen gerade, die können nicht mehr schreiben. Ja, das ist ja wohl normal. Also ich kann nicht sprechen, also warum sollt ihr dann auch schreiben können? Ich habe eine super, super steile These. Warte mal, habe ich das hier? Suchst du einen Zollstock? Willst du nach? Nee. Okay. Tatsächlich nicht. Cuttermesser? Aber es ist etwas, was auf meinem Schreibtisch liegt. Ich habe eine Vermutung. Zigaretten? Nein, ich habe In-Ear-Kopfhörer. Und wenn ich mich nicht irre, gibt es so ein beim Arzt, wenn du erkältet bist oder sowas, dann gucken die dir auch immer in die Ohren. Weil ich glaube, das war so, wenn man erkältet ist, hat man eine größere Schmalzbildung oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ich meine, es gibt diese Ohroliven zum einen bei diesen Reinguckdingern und ich meine, das Ding, das sieht so ein bisschen aus wie so ein... Diese kleine Spitze, die da vorne raufkommt, auf diese Lampe oder was, wo er durchguckt. Ja, das gibt's ein bisschen abgerundeter und ich meine, die Dinger gibt es auch, die aussehen wie so ähnlich wie so ein Tampon mit so einem Faden hinten dran. Ich weiß nur nicht mehr, für was für eine Behandlung die Sachen sind. Ich meine aber, das beim Arzt gesehen zu haben. Jetzt bei der Untersuchung glaube ich auch. Okay. Ich hatte jetzt gerade im Kopf hier, als wenn irgendeiner mit so einem neumodischen Fieberthermometer bei dir ins Ohr geht, da ist ja auch diese Spitze vorne dran. Und sowas haben die ja auch, wenn sie dir ins Ohr reingucken. Aber das... Dann halt in der Mitte da so ein Loch drin haben mit der Lupe und dann können die da durchgucken. Also... Was meinst du, dieses... Ich meine, das ist so ein bisschen wie bei diesen In-Ear-Kopfhörern und so weiter, dass das eben in diesen Gehörgang da so richtig reingeht. Boah, es könnte jetzt gerade so unfassbar Little triggern mit ihrem Hintergrundwissen. Die wird wahrscheinlich jetzt gleich irgendwie, wenn sie noch da ist, wird sie schreien. Aber ich glaube... Hundezüchter genommen. Einfach... Aber bei der Markierung von Welpen wüsste ich halt nicht, warum. Ich dachte, du wolltest auf einen Kurzhaarschnitt, weil du deinen In-Ear-Kopfhörer genommen hast. Und ich dachte, oh, da heißt irgend so ein Teil an deinem Kopfhörer heißt irgendwie Ohroliven und dass der Friseur das irgendwie rausnehmen muss, damit er rumstecken kann. Nee, dann hau mal deine These raus, Kuro. Kennst du doch bei Kühen diese Ohrmarken? Ja. Das, aber nicht so gelb und Plastik bei Hunden. Aber würdest du damit nicht, klingt jetzt blöde, aber würdest du damit nicht den Wert von einem Welpen reduzieren? Wenn ja, du aber Welpen da Schaden nicht, macht?
nicht im Sinne von, ich knall da ein Loch durchs Ohr und quetsch da was ran, sondern eben anders. Durch Chip, was auch immer. Aber ein Chip ist eigentlich woanders, aber... Hey, hey, schön. Josie, du hast 5 Welpen geboren. Guck mal den einen sprühig orange an, den pink. Aber also ich hatte 2 Thesen. Einmal das oder die andere Variante ist, wo du bei den In-Ear-Kopfhörern warst, hatte ich das anders im Kopf. Der Ohrschmalz kann sich ja auch ansammeln und einen Pfropfen bilden. Mhm. Und das Ding. Ohrschmalz? Ja, nee. Aber dass das quasi ein so ein Ball wird. Nee, also ich glaube, das ist dieses Untersuchungsding oder sowas. Volles Risiko. Klingt alles irgendwo logisch, also ich habe keine Ahnung. Ist eingeloggt. Aber die Frage bleibt, A, B oder C? Komm schon, gib mir ein Ohr. Die Olive gehört zur Familie der Ölbaumgewächse. Grüne Oliven sind die unreifen Früchte des Ölbaums, schwarze sind die ausgereiften. Beide sind sehr gesund und schmecken aromatisch. Ohroliven findet man vor allem bei Ärzten. Sie sind die auswechselbaren Enden eines Stethoskops. Oh. Okay. 500 Euro oben drauf, 2000 Euro für euch auf dem Konto. Ich war woanders. In ihr Kopfhörer, aber nicht ganz so falsch. Ja, nicht ganz, aber hey. So, da rein so ein Teil sogar von am Ende dran. Bingo. So, da kommen nämlich Staatsmänner. Nicht Fragezeichen? Nee, bei Staatsmänner weiß ich, was mich für Mist erwartet. Mhm. Das ist ja totale Lotterie. Wahrscheinlich Staatsmänner. US-Präsident Abraham Lincoln trug stets einen Zylinder, weil er A. wahrscheinlich ein Tennisplatz mit Regierungspapiere transportierte, B. einen Revolver darin verbarg oder C. nur 1,55 Meter groß war. Gott, wie groß war der? Ja, Burger. Auf seinem Sitz vor diesem Gebäude sieht er immer so groß aus. Genau das. Bauchgefühl at its best. War der Typ groß? Also gerade mich dran zu erinnern, weil der war ja auch mal bei den Simpsons zu sehen. Ich habe tatsächlich eine Szene von den Simpsons in Erinnerung und das muss ich jetzt eben einmal suchen, ob ich recht habe. Das, wo Lisa sich das einbildet, da mit dem Präsidenten. Wo sie da, ich weiß nicht, war das mit den Doppelgängern? Ist das mit den Doppelgängern gewesen, wo Bart einfach keinen Doppelgänger hat oder irgendwie sowas? Irgendwie das Gewissen, ich habe keine Ahnung, was das war. Ein Revolver halte ich für eher unwahrscheinlich. Glaube ich nicht. Regierungspapiere durchaus möglich. Hätte denn nicht ein Koffer eigentlich auch gereicht? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? So, dann vertue ich mich. Okay. Ich nehme einfach C. Das war so mein erster Gedanke. Nur 1,55 groß. Kann sein, muss nicht. Ich würde es aber trotzdem nehmen. Ich meine, C schließen wir aus. Ich hatte irgendwie gerade so im Kopf, dass bei den Simpsons Lincoln irgendwelche Papiere aus dem Hut gezaubert hatte. Nee, mach nicht den. War jetzt so mein Guess. Aber gut, es ist alles möglich. Und ich meine, der war wirklich klein, aber kann ich nicht irren. Ich habe keine Ahnung davon. Schauen wir uns das einmal an. Jo. Ihr sagt C. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Abraham Lincoln trug einen besonderen Zylinder, das sogenannte Ofenrohr. Dieser extra hohe Hut ließ den ohnehin schon 1,93 Meter großen Lincoln noch größer und eindrucksvoller wirken. Okay. Als Staatsmann hatte Lincoln viele wichtige Dokumente bei sich. Da die Aktentasche zu dieser Zeit noch nicht verbreitet war, verwahrte er geheime Regierungspapiere in seiner Kopfbedeckung. Okay. So, es bleibt bei 1500 Euro. Dann war das zumindest nicht das, was ich gänzlich ausgeschlossen hatte. Ja. Eine Frage noch für beide Teams. Aber er war doch groß. Das hatte ich anders in Erinnerung. Ich habe es auch nicht so in Erinnerung gehabt. Aber ich kenne ihn halt nicht persönlich. Ich kenne ihn nur im Sitzen und aus irgendwelchen Simpsons-Folgen. Also so. Ich habe 1, 2, 3, 4 richtig, du 3. Das heißt, ich habe eigentlich 1 frei. Das ist super. Fragezeichen oder wie ticken wir? Also wie ticken wir ist irgendwas Psychologisches.
Ja, ich kann das halt auf der Statue nicht sehen, weil die halt alleine schon überdimensional ist. Also da irgendwelche Proportionen rausfinden, ist halt schwierig. Außerdem muss man dann auch wieder gucken, so ist das jetzt ein großer Sessel, ist ein kleiner Sessel, die gibt es auch in verschiedenen Größen. Und ja, es ist halt schwierig, das da zu sehen. Ein Fragezeichen ist halt eine gemischte Tüte mit allem Möglichen. Ich gehe auf, wie ticken wir. Männliche und weibliche Politiker haben Forschern zufolge mehr Erfolg, wenn sie a. leicht übergewichtig sind, b. eine tiefe Stimme besitzen oder c. den Scheitel links tragen. C schließe ich aus. So, es geht um Psychologie. Ich würde behaupten, und dafür logge ich auch ein, also ich habe für A und B beides eine These. Für mich ist es B, das logge ich auch ein. Ich erkläre kurz, warum. Tiefe Stimme, weil wegen vertrauenserweckend und einfühlsam und einfach nice und nett und lieb und beschwichtigend und beruhigend und einlullend und was weiß ich was. Ähnlich, nicht alles, aber ein Teil davon, ja. Ähnlich sieht es bei leicht übergewichtig aus, weil es knuddelig, ist knuffig und so weiter und so fort. Also man könnte beides auf A und B ansetzen. Ich würde aber sagen, weil Politiker ja doch schon sehr viel reden müssen, um erfolgreich zu sein, müssen die mehr mit der Stimme als mit der Optik machen. Das ist jetzt kein Front gegen Angela Merkel, aber habt ihr euch die angeguckt? Naja, anscheinend schwierig. Auch noch nicht so. Ja. Aber sie hat auch nicht unbedingt eine tiefe Stimme. Aber das mit der tiefen Stimme, das wurde bei einer Studie mal irgendwie... Lösen wir auf. Und da war halt irgendwas mit auf der Arbeit. Dass man erfolgreicher wird mit der tiefen Stimme. Sondern beruht auch auf unwillkürlichen, gefühlsmäßigen Vorlieben. So fanden Forscher der Universität Miami 2012 in einem Experiment heraus, dass sowohl Männer als auch Frauen eine tiefere Stimme als kompetenter, stärker und vertrauenswürdiger empfanden. Ja. Die dazugehörige Person würden sie folglich eher wählen. Dabei war es egal, ob der Sprecher weiblich oder männlich war. Ja, das mit dem Kompetenter hatte ich halt mal mitgekriegt. Das ist halt auch im Beruf so, dass die Leute mit der tieferen Stimme, dass die halt es einfacher haben, nach oben zu kommen. Gut, ich nehme Fragezeichen. Jetzt kommt nochmal Frage. Wer erhält ein Erfrischungsgeld? Wer erhält ein Erfrischungsgeld? A. Flugbegleiter nach einem 8-stündigen Flug, B. Stenografen bei Gericht oder C. Wahlhelfer bei Bundestagswahlen? Hallo, ich bin der Vario und ich bin jetzt vertrauensvoll. So, ich dachte, du bist jetzt auch dabei. also Wahlhelfer bei Bundestagswahlen, sind das nicht... Obwohl, bei Bundestag weiß ich nicht, aber bei Wahlen sind es das oftmals Freiwillige, die das so ehrenamtlich machen. Da könntest du recht haben. Bei Stenografen bei Gericht, das sind die Leute, die mit ihren komischen Geheimsprachen die ganze Sache dokumentieren. Flugbegleiter nach einem 8-stündigen Flug. Ich glaube nicht, dass die ein Erfrischungsgeld bekommen. Ich glaube, die können sich einfach nur im Bordbistro bedienen. Dass die sich da, was weiß ich, jede Stunde... Ja gut, ist das ein Erfrischungsgeld, was sie kriegen, dass sie dann sofort wieder investieren? Was lachst du so? Wegen dem Uwu, oder? Nein! Jetzt bin ich nicht mehr vertrauenserweckend, jetzt bin ich... Hey, Goofy! Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? God. Ja gut, aber Goofy würde ich wirklich nicht vertrauen. Ich bin... Jetzt habe ich mir den Flugbegleiter schön geredet. Ich nehme den Flugbegleiter. Ich weiß nicht, warum, aber es kann natürlich sein, dass die während des Fluges halt was trinken dürfen und dass das dann halt... Nein! 8 Stunden nichts trinken! Verboten! Das ist ja wie bei McDonald's zum Beispiel. Wenn du da 8 Stunden arbeitest, hast du auch irgendwann Hunger und da darfst du dir dann halt einmal oder zweimal am Tag irgendwie einen Burger nehmen oder Pommes oder irgendwas. Das ist falsch. Darfst du nicht mehr? Das ist falsch.
das ist sehr von den Filialen abhängig. Es gibt Filialleiter, die machen das. Es gibt aber von McDonald's keine Erlaubnis, dass das gemacht wird. Es muss auch alles weggeschmissen werden, was nicht genutzt wird. Achso, halt, nein, Entschuldigung. Das ist nicht mehr so. Es gibt Filialleiter, die machen das. Es gibt aber auch keine Vorgabe von McDonald's. Ich würde trotzdem A nehmen. Oh, das ist... Einfach... Oh. Wenn es nicht so ist, dann sollten die das einführen. Einführen. Ich für meinen Teil... Achso. Ich für meinen Teil finde das mit dieser Stimmlage super. Vertraut mir, ich spreche tief. Ich brauche einen Stimmverzerrer. Oder ich lasse... Auch so nicht! Ich nehme A, bitte. Okay. Was würdest du nehmen? Ich wäre tatsächlich bei B. Ich glaube, die haben einfach nur ein Glas Wasser da stehen. Nee, ich glaube, die kriegen wirklich ein Erfrischungsgeld, weil die da die ganze Zeit super aufmerksam mithören müssen, mitschreiben müssen, gar nicht wirklich die Zeit haben, irgendwie zu trinken und sonst was. Und deswegen kriegen die als Entschädigung auch ein Erfrischungsgeld, weil sie halt gar nicht dazu kommen, was zu trinken. Und arg vielen lieben Dank für den Resub im 15. Monat. Ich hoffe, dir geht es gut. Wie war der Sport? Also du möchtest A nehmen. Ich würde A weiterhin nehmen, ja. Dann logge ich das doch für dich ein. Das heißt, auch wenn deins eigentlich ziemlich intelligent klingt, aber ich bin A festgefahren und umändern wäre dann auch doof gewesen. Aber, aber Flugbegleiter fliegen doch, die fahren nicht. Wir nehmen A. Badumts. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Wir schauen... Ah, dieses Stimmding, das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Bei bundesweiten Wahlen werden rund 630.000 Wahlhelfer benötigt. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten sie ein Erfrischungsgeld in Höhe von 21 Euro pro Tag. In manchen Gemeinden wird in eigener Verantwortung das Erfrischungsgeld aufgestockt. Okay, das hätte ich nicht gewusst. Es bleibt bei 1500. Wari, mach doch noch irgendwann ein Hörbuch. Okay, vielleicht. Jetzt nicht gerechnet. Ich dürfte es irgendwie nicht lohnen. Also mein Nachbar ist leidenschaftlicher Wahlhelfer. Weil du nicht entlohnt werden darfst, um bei der Wahl zu helfen, weil das ja Beeinflussung wäre. Irgendwas ganz Komisches ist da. Okay, fort. Juhu. Ich mach so, All-In. Bitte ich euch um euren Einsatz. Okay, du gehst All-In. Warte, das ist der Controller. Das ist also Ette hier. Ja, bei dir würde irgendwas mit 500 reichen. Ich sehe es halt nicht, was bei dir steht. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Ich gehe auch All-In. Hier ist unsere Masterfrau. So, jetzt musst du mir gleich sagen, was du möchtest. Ihnen wurden Frauen bei den Olympischen Spielen erst 1984 zugelassen. A, Basketball, B, Tennis oder C, Marathonlauf. Die Zeit läuft. Also Marathon jetzt. War wahrscheinlich früher. Tennis, keine Ahnung. Basketball glaube ich nicht mal, obwohl. Basketball-Frauenteam kenne ich gar nicht. Ich würde Tennis nehmen. Willst du Tennis? Ja, ich nehme Tennis. So, wollte die Musik noch aushören. Die Beträge, was haben die beiden Teams? Ich habe gerade die Jeopardy-Melodie im Kopf gehabt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Was? Das Team Elton. Wieso habe ich bei dir nur eins gedrückt? So, beide Teams haben ihren Tipp. Ich habe bei dir All-In eigentlich gedrückt. Und so haben sie gesetzt. Ihr sagt nein. Das Team Bernhard. Wir denken uns einfach, dass ich alles gesetzt habe. Okay. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort A. Schauen wir auf die Aufnahme. Ich würde es nicht aufschauen. Amerikanische Disziplin. 1900 bis 1924 wurde dann aber erst 1988 in Seoul wieder olympisch. Beide falsch. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Oh. Die richtige Antwort in Montreal 1976
wurde Basketball olympisch und Marathon für Frauen erst 1984 in Los Angeles. Da hätte ich aber trotzdem gewonnen. Ja, ja. Oder habe ich auch so. Ja, ja. Aber ich bin mit meiner Leistung sogar danke zu viel. Glückwunsch zum Sieg. Also ich sage, danke. Ja. Waren ein paar Dinger bei, wo man sich auch bedanken. Wer weiß denn sowas? Hm. So. Mir geht's bestens, danke uns selbst. Der Sport war schweißtreibend. Und gut. Oh, schön, Arc. Das freut mich. Und ein Snack für die Josie. Aber merkst du, dass wir wesentlich länger brauchen, als die Sendung selber geht? Ah, da bist du. Ja. Aber... Okay. Gewinnet. Aber ich hab wirklich die Tasten gedrückt, um all in bei dir zu gehen. Alles gut. Wundert mich. So. X. Noch eine Runde? Natürlich. Gut. Ja, muss ich ja mal gewinnen. Okay. So, ich hätte gerne wieder den Olli. Und ich nehme wieder den Karl. Ist er Karl? Ich glaube, der ist Karl. Karl. So. Ich sag, jetzt sind es 67 Leute hinter mir. Nein, ich sage, bei mir sind es 61. Sind es bei dir 62? Ich bleib bei 67. Heute bei der Weißen Sowas, Bernhard Hoeker. Und Achtung, da kommt jetzt gleich wieder ein Fact. Wussten Sie eigentlich, dass der Mensch theoretisch auf dem Mond über Wasser laufen kann? Wow. Ich freue mich auf unsere beiden Teams. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum auf welcher Seite sie Platz nehmen möchten. So stark ist, dass man Team Bernhard durch die haben hinter weniger sich Anziehung gebracht. Halt darüber laufen könnte. Oder was? Jetzt scheint so. Okay, dann hast du das abgewürfen. Ah, Zahlendreher. Ja, bei mir nicht. Also sonst wären es nur 4 gewesen. Das wäre ein bisschen wenig. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Hier ist unsere Wand. Wer kennt ihn nicht, den Jesus vom Mond? Hier sind die Kategorien für die heutige Sendung. Wie ticken wir? Total genial. Königshäuser. Boah, unser Körper. Hund, Katze, Maus. Tierisch, das Fragezeichen, was bin ich? Clever, Essen und Trinken. Und Sonne, Mond und Sterne. Weiß ich noch nicht. Mehr Menschen versammelt haben, darf beginnen. Oh toll, ich darf wieder anfangen. Welche Kategorie Hibi. Soll's denn zur Eröffnung Wie ungewöhnlich. Sein? Hallöchen, Freaky. Warte, was ist hier los? Hallo an Oll und an Uta Rutt. Okay. Ja. Das macht bei Flasania Rumpel. Das ist ganz komisch. Hast du eine Kategorie, die ich dir nicht wegnehmen soll? Du hast eine Kategorie frei. Nee, nimm einfach. Okay. Chat, was soll ich nehmen? Entscheidet ihr mal. Wir haben ja zweimal Tiere, von daher passt das. Möchtest du die Tiere haben? Das ist kein Thema. Also Chat kann entscheiden. Nein. Du kannst dir da ruhig in Ruhe eins nehmen. Also ich nehme, wenn, dann spielen wir ordentlich. Trunken sagt, was bin ich? Was Kuro bin ich? Sagt, was wie Ocelot. Was bin ich? Dann nehme ich danach, wie ticken wir. So. Sehr speziell. Die Maßeinheit Mickey
Misty. A. Geschwindigkeit von Sternen. B. Fortpflanzungsrate von Mäusen. Oder C. Bewegung einer Computermaus. Was? Oh, das ist unnützes Wissen. Kann da mal einer ein Bild von machen? Nein. Einmal klippen? Nein. Einmal klippen, Wari dreht durch. Alter, Maßeinheit, Mickey. Alter, ne. Ich sag C, mein Bauchgefühl sagt mir C. Ich kann es nicht herleiten. Messen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, da würde ich auch im ehesten, weil die Geschwindigkeit wird nicht in Mickey gemessen. So Fortpflanzungsrate von. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich würde einfach sagen, Bewegung einer Computermaus, weil wegen Animationskacke und deswegen Mickey und. Keine Ahnung, das ist so. Ich würde es auf klein beziehen. Und weil es halt eine Maus ist und dass man dann irgendwie kleine Bewegungen macht. Die Standardmaßeinheit Mickey ist nach der wohl bekanntesten Maus benannt und beschreibt das Verhältnis zwischen der Länge einer Mausbewegung und den dabei zurückgelegten Punkten im virtuellen Mausbildschirm. Bei Mäusen mit einer Auflösung von 200 dpi entspricht ein Mickey einer Länge von 1/200 Zoll beziehungsweise 0,127 mm. Die Einheit wurde von Computerwissenschaftlern entwickelt, um die Bewegung des Mauspfeils auf dem Bildschirm nachvollziehen zu können. Okay. Also die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Okay. Ich schlag mal weiter rum. Wie soll's denn zur Eröffnung sein? Welches Schweindal Kategoriechen hätten's denn gern? Herr Fuhai. Okay. Dann warte ich mal eben. Okay. Ich wollte gerade gucken, auf wie viel DPI meine Maus eingestellt ist, will die Logitech-Software öffnen und auf einmal Bluescreen. Hä? Hm. Tja, passiert. Ja, was soll der Blödsinn? Was hätten's denn gerne? Ich bin wieder da. Hi. Nee, Fu, hi. Genau, ich Badum. Bin wieder da. Fu, hi. Ich nehme, ich nehme Hund, Katze, Maus. Hund, Katze und de Maus. Okay. Was unterscheidet den Hund vom Menschen? A. Hunde besitzen keinen Blinddarm. B. Hunde bekommen keinen Karies. Oder C. Hunde haben keine Popel. Ich würde C nehmen, weil die Hundenase einfach so krass angefeuchtet ist, dass sich da kein Staub im eigentlichen Sinne ansammelt. Den Blinddarm. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Hunde können einen verdrehten Blinddarm haben. Ich glaube, da brauchen die eine ziemlich aufwendige... Oder ist das der Magen? Irgendwie so eine Magenverdrehung oder irgendwie sowas? Bin mir nicht sicher. Karies? Doch, können die bekommen. Ich würde sagen, Popel, weil dauerhaft feuchte Nase. Josie, ich brauche mal dein Expertenwissen. Ich gucke die auch gerade schon ganz skeptisch an. Also, ich kann dir so viel sagen... Die hat nicht die ganze Zeit eine feuchte Nase. Die hat auch eine trockene Nase und dann ist es meistens so, dass sie irgendwas hat. Ja gut, aber also ich würde sagen im normalen Fall. Wari schummelt. Ja, ich könnte auch meine Katze angucken, also dann könnte man das auch wissen, weil Hunde und Katzen sind nicht so weit auseinander von der Anatomie, soweit ich informiert bin. Kann mich auch irren. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Also du möchtest Popel nehmen? Ich nehme keine Popel.
Ich hätte tatsächlich gesagt, dass die keinen Blinddarm besitzen. C kann nicht sein. Also meine Antwort ist C. Meine Meinung, die ja, also wir loggen C ein. Wir werden es sofort überprüfen. Die Nase eines Hundes ist viel komplexer aufgebaut als die des Menschen. Sie besteht aus 3 Nasenmuscheln mit 20 bis 50 mal so vielen Riechzellen, verfügt über weitaus mehr Schleimdrüsen und 2 voneinander getrennten Venensystemen. Die Hundenase ist dadurch nicht nur gut durchblutet, sondern auch sehr feucht. Auch die Luftströmung bei der Atmung gewährleistet, dass die Hundenase kühl, sauber und nass bleibt. Deshalb trocknen Schmutz und Schleim in der Hundenase nicht an und somit entstehen auch keine Popel. Warum hat dieser Vorlesemensch eine dramatische Pause gemacht? Nur für das Wort Popel. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, aber ich freue mich über 500 Dollar, Euro. Was schockierend. Farming Simulator Nintendo, was? Was? Links oben stand bei dir gerade Farming Simulator Nintendo. Ja, kann sein, dass da jemand gerade online gejoint ist. Ich habe dann versprochen, dass ich Wie ticken wir nehmen. Psychologie. Warum erscheint uns laut Psychologen die zweite Urlaubshälfte oft kürzer als die erste? A. Die Vorfreude verblasst. B. In der zweiten Hälfte erlebt man weniger Neues. Oder C. Die Sonne hat einen beschleunigenden Einfluss auf die Erinnerung. Oder D. Im Varis Fall. Er denkt schon in der zweiten Urlaubshälfte wieder an die Arbeit. Deswegen würde ich sagen, Aber, bevor ich das mache. In der zweiten Hälfte erlebt man weniger Neues. Also wenn man möchte, dass die Zeit langsamer vergeht, guck auf die Uhr und zähle die Sekunden mit. Weil dann vergeht die Zeit gar nicht mehr. Gefühlt. Es muss ja was Psychologisches mit... Also, wie ticken wir? Es muss... Es, ja, ja, Kai, halt die Klappe. Ich entscheide mich schon noch. Ich gucke gerade in den Chat, wer heißt der Kai? Aber, ja. Habe ich auch gemerkt. Wenn ich im Urlaub bin, dann freue ich mich natürlich erstmal auf die ganzen Sachen, die neu auf mich zukommen. In der zweiten Hälfte bin ich dann schon müder und kriege das nicht mehr so auf Kette, bla bla bla. Könnte eine Möglichkeit sein. Aber die Vorfreude verblasst? Aber auf was? Vorfreude auf Ende des Urlaubs? Da habe ich keine Vorfreude. Das könnte ich mir nur herleiten. Im Sinne von, ich denke dann schon wieder an das, was nach dem Urlaub kommt. Ich heiße ab jetzt Fu Kai. Oder nur Kai? Also das mit der Vorfreude verblasst, also da müsste sich ja eigentlich auch die, also da müsste die Zeit bis zum Urlaub ja extrem krass vorbeigehen, weil man ja die Vorfreude hat. Aber ich sag, bis zum Urlaub immer ewig. Ich entscheide mich jetzt mal wegen meinem Bauchgefühl gegen mein erstes Bauchgefühl und nehme wirklich mit dem, man ist erschöpft und pipapo. Das klingt für mich psychologisch gesehen sinniger, als dass die Vorfreude verblasst. Ich würde B in den B kommen. Hätte ich auch so getippt, aber was ist mit den Leuten, die eine Reise unternehmen? Dann Wir erleben uns das trotzdem an. Was Neues. Wir trotzdem haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Blickt man nach der Hälfte der Urlaubszeit auf die schon vergangenen Tage zurück, hat man meist das Gefühl, bereits viel erlebt zu haben. In der zweiten Urlaubshälfte werden oft weniger neue Eindrücke gesammelt, zum Beispiel, weil man den Ort schon kennt und sich der Tagesablauf ähnelt. Um den Urlaub wenigstens gefühlt zu verlängern, empfiehlt sich beispielsweise, das Hotel zu wechseln oder bewusst etwas Außergewöhnliches zu unternehmen. Danke, Bauchgefühl. War eigentlich danke, zweites Bauchgefühl. 500 sind gerade dazugekommen. Wie machen wir bei euch beide? So. So,
Ich nehme Sonne, Mond und Sterne. Laterne. Entscheid du mal. Sonne, Mond und Sterne. Brenne auch mein Licht, brenne auch mein Licht. Ein 1,80 großer und 80 würde Kilogramm auf. Schwerer oh, nee, Mensch so würde auf Blöde. Der Sonne 2240 Kilogramm wiegen, dem Saturn 40 Zentimeter tiefe Fußabdrücke hinterlassen oder C, Boah. Dem Mars einen Ruhepuls von 20 Schlägen pro Minute haben. Es ist theoretisch also alles, das mit dem Ruhepuls von 20 Schlägen pro Minute haben, wovon ist der Puls abhängig? Hat der irgendwas mit Anziehung oder irgendwas zu tun? Gut, es kommt darauf an. Ist er auf dem Mars mit oder ohne Anzug? Wenn er ohne Anzug ist, dann ist ein Ruhepuls von 20 Schlägen ziemlich viel. Weil ich glaube nicht, dass er da ohne Helm überleben könnte. Weiß ich nicht. Die Sonne hat eine ziemlich krasse Masse. Ich weiß nicht, aber ja, also könnte hinkommen. Auf dem Saturn, ich habe keine Ahnung von dem Saturn. Ist das so? Ne, der Jupiter war ein Gasplanet, ne? Was war denn der Saturn? Der Saturn war der Typ in den Ringen. Saturn ist ein Einkaufsladen, da kann man Elektronik und so kaufen. Ja, aber wenn du da 40 cm tiefe Fußabdrücke hinterlässt, dann ist es ganz schön dreckig. Oder die haben Wasser. Aber dahinter lässt du keine Fußabdrücke 40 cm tief. Wenn der Teppich nass ist, schon. Wenn der Teppich nass ist, ja. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Also ich könnte mir A und B vorstellen, das mit dem Mars, ich habe keine Ahnung, ich würde es mal ausschließen. Aber machen wir uns... Weil bei Occupy Mars habe ich auch nichts von Ruhepuls, also da geht der Puls auch hoch. Aber machen wir uns nichts vor, das kann mir nicht passieren. Zum einen bin ich 1,85 groß und ich wiege mehr als 80 Kilo. Ich finde das halt ein bisschen schwierig, so, wenn ich das jetzt wirklich realistisch nehmen müsste, dann würde ein 1,80 großer und 80 Kilogramm schwerer Mann auf der Sonne gar nichts wiegen, weil der würde instant verdampfen. Es geht aber auch theoretisch darum, ob das gehen würde. Ja, weil wer weiß denn, sowas musst du alles in Betracht ziehen. Aber ich glaube, der Jupiter war der Gasplanet und der Saturn war einfach... Oder war der Saturn Gas? Nee, der Saturn hat die Ringe um sich rum. Ist Jupiter nicht einer dieser Gasriesen sogar? Ja, bin ich auch der Meinung, dass das halt der Gasplanet war und der Saturn ist halt irgendwie irgendwas anderes. Also ich habe eine ganz klare Tendenz und ich könnte auch gleich eine Argumentationskette bilden dafür. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die letztens eine Reportage darüber gebracht hatten, dass sie irgendwie Anzeichen von Wasser auf dem Saturn hatten. Auf irgendeinem anderen Planeten außer dem Mars hatten die Wasserspuren gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob das der Saturn war. Ich glaube, beim Jupiter ist es sogar so, dass da Diamanten regnen. Durchaus möglich. Warte mal, ich bin gerade überlegen, die Sonne hat eine Masse, also was wäre denn 80 Kilo auf 2240 gerechnet? Das wäre ungefähr mal 30? 28, um genau zu sein. Ich hab's mal gerechnet. Okay. Ja gut, dann bin ich mit 30 gar nicht so falsch, weil ich habe jetzt auf 24 gerechnet. Mhm. Also kommt das... Ja, hat die Sonne die 28-fache Masse der Erde? Hat die nicht mehr? Geht ja nicht um die Masse, es geht ja um die Anziehungskraft. Ja, aber die Masse bestimmt ja die Anziehungskraft, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich nehme B. Könnt ihr mir B vorstellen? Ich nehme B. Ich hätte tatsächlich A genommen, also du loggst ja B ein. Ich logge B ein. Das glaube ich nicht. Ich hätte A genommen schon alleine aus dem Grund, dass alle Planeten sich ja um die Sonne drehen und dementsprechend eine enorme Anziehungskraft da sein muss. Und wo eine Anziehungskraft da ist, ist das immer ein Vielfaches, also diese G-Kräfte oder was. Da kann jetzt sein, dass ich absoluten Bullshit rede, aber das ist ja... Guck dir mal an, welche Planeten sich auf was für eine Entfernung noch um die Sonne drehen. Ich glaube, da reicht eine 28-fache Anziehungskraft, reicht da nicht. Also eine 28... Naja, es ist ja eher der Faktor 28, ne? Ja, oder Faktor 28, ja, aber trotzdem glaube ich nicht. Du bist da ja auch schwerelos und so ein Gedöne. Nö. Och, Kuro, halt dein Fachwissen zurück. Das ist dieser Moment, Leute. Wir triggern gerade unfassbar hart diesen wissenschaftlich gebildeten Menschen.
Ihr müsst euch vorstellen, der sitzt so... Dann kann ich mir Cola holen. Nee, das mache ich gerade absolut mit Absicht. Der sitzt gerade so vor dem PC oder vor dem Handy oder was auch immer und denkt sich, oh Mari, halt einfach die Klappe, halt jetzt einfach die Klappe. Du gibst so viel dummes Zeug von dir da. Du Kuro. So, Kuro, du bist erlöst. Ich gehe in der Zwischenzeit mal aufs Klo. Jetzt, Achtung, Spoiler-Alert, jetzt wird's wissenschaftlich auf Transport Fever 2 Niveau. Viel Spaß. Kuro, wir hören mit, weil wir sind beide mit Wireless-Headset unterwegs. Also, red mal. Was soll ich reden? Anziehungskräfte planetarer Körper werden nicht mehr in so ganz kleinen G-Kräften gerechnet. Die sind ein bisschen komplexer. Ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, wie hoch das ist. Ich hätte das mit dem 28-fachen jetzt nicht gesagt, weil die Masse da zu hoch ist. Was ich tatsächlich überlegt hatte, war, wenn ich wissen müsste, wie tief meine Fußabdrücke sind, ist das abhängig von der Dichte oder Masse vom Material, was da drunter ist. Und ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie gut wir wissen, aus welchem Material der Saturn ist und ob man das sozusagen so verallgemeinern kann, dass wir dann auf jeden Fall 40 cm tief reinsinken. Daran hätte ich eher gedacht. Das ist denn so der Saturn überhaupt ein normaler Planet oder ist es ein Gasplanet? Der Jupiter war der Gasplanet, oder? Saturn ist ein normaler Planet, ja. Und das war der mit dem Ring da drumherum. Genau. Okay, gut. Dann sind wir da ja schon mal richtig. Moment, ich möchte einmal ganz kurz wieder mein Badumtswissen raushauen. Also wir wissen, also ich zumindest weiß, aus welchem Material der Saturn in Bochum besteht, und zwar aus Stahlbeton und Glas. Wollte ich nur gesagt haben. Ja, und lass mich raten, sind irgendwelche Computer. Also sind da doch Aliens im Saturn. Nee. Staubsauger. Wir hatten Unrecht. Ja, also doch stärkere Anziehung. Also, dann lasse ich das jetzt mal auflösen. Du bist fertig mit deinem... Das ist ein Gasplanet. Wer, der Saturn oder Jupiter? Ja, Saturn. Scheiße. Naja, dann lassen wir das mal. Alles gut, dann lassen wir das doch mal auflösen. Dann nehmt ihr B. Und hier ist die Lösung. 1,80 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Auf der Erde keine besonders spektakulären Zahlen. Würde derselbe Mensch sich aber auf der Sonne wiegen, wäre er in der Theorie deutlich schwerer. Denn die Schwerkraft ist auf der Sonne 28 Mal so groß wie auf der Erde. Somit würde ein 80 Kilogramm schwerer Mensch auf der Sonne 2240 Kilogramm wiegen. Okay. Eine viel krassere Anziehung. Weiter geht's. Na, erstmal schön die Mathe-Animation noch durchlaufen lassen. Die musste da jetzt sein. Weil eine Formel zu sehen war, ich war getriggert. So. Ich putte nebenbei schön eine Gurke. Mach das mal. Voll geil. Tierisch lasse ich dir. Ich fühle mich heute. Nee. Wir spielen ordentlich. Spiele ich auch. Was du möchtest. Ja, nehme ich auch. Ich warte jetzt nur eben einmal, bis die Animation vorbei ist. Dankeschön. Nein. Er ist jetzt Gurkai. Ha! Boah, heute habe ich das Flachwitzbuch aber auswendig gelernt. Ich hoffe, du fügst ihn nicht da ein bei dem Flachwitzding. Na. So, ich nehme total genial. Welches Hilfsmittel kann verhindern, dass sich dünne Halsketten beim Transport ineinander verknoten? Strohhalme, B, Schuhlöffel oder C, Flüssigseife? Mann, ernsthaft? So.
Das hättest du eigentlich innerhalb von 2 Sekunden einloggen können. Ja, ich heiße aber nicht Klugkai und zerdenke Dinge. Also. Ein Strohhalm könnte helfen, indem ich die Kette einfach durch den Strohhalm mache. Moment. Wir denken uns, dass mein Armkettchen eine Halskette ist. So, hier. Wir haben hier eine Kette. Ich könnte den Strohhalm, das Ding da in den Strohhalm reinpacken. Dann könnte das sich nicht mehr verheddern. Ich würde aber eher auf Flüssigseife gehen, um die Oberflächenspannung zu reduzieren, um den Widerstand im Endeffekt dadurch auch zu reduzieren und hoffe einfach, dass mein Bauchgefühl mir hilft. Also C schließe ich mal aus. Was hättest du genommen? Ich hätte genau die Erklärung von dir genommen mit den Strohhalm. Ich habe bloß gerade die bildliche Vorstellung, dass diese ganzen Hip-Hopper mit ihren meterlangen Strohhalm, mit ihren meterlangen Ketten so einen Ballermann-Strohhalm bräuchten. Ich fand die Vorstellung gerade irgendwie lustig. Also ich hätte A genommen. Ja, dann gucken wir mal, was richtig ist, während ich nebenbei wieder die Handkette da dran bastel. Die Halskette und die Hand. Die uns gleich hinten mit der Keule droht, aber wir nehmen einfach mal C. Ihr nehmt C. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Verknotete Ketten können Nerven kosten. Doch es gibt einen einfachen Trick, der dem Durcheinander vorbeugt. Strohhalme können das Verheddern wirkungsvoll verhindern. Dazu ziehen Sie vor dem Kofferpacken ganz einfach jede Kette durch einen Strohhalm und verschließen sie. Hey, das ist ja zu easy. Bleibt bei 1000 Euro. Schade. Also, nächste Frage. Das war mir zu naheliegend. So, hi. Ich nehme... Was nehme ich denn mal? Königshäuser lasse ich dir diesmal. Da habe ich keinen Bock drauf. Nehmen wir Essen und Trinken. Essen und Trinken? Oh, das gibt wieder Beef. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Bei einer 1-Liter-Flasche bedeutet das kleine E neben der Inhalt Pi mal Daumen maschinell auf Inhalt A, wurde. Nach oben und unten abweichen darf, B, nur noch 3 Monate haltbar ist oder C, in Spanien produziert wurde. A. Das ist diese Toleranz, weil es wurde maschinell abgefüllt und da sitzt keiner daneben und misst es genau ab. Irgendwie sowas war das, wenn ich mich nicht irre. Also kann nach oben und unten ein bisschen abweichen. A. Das kleine E. Du hast also, immer, hast du auch auf Tüten und allem möglichen, wenn ich mich nicht irre. Ach, das komisch geschriebene E. Mhm. Okay. Also du nimmst A. Ja, bitte. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ist das dann damit auch gedacht, so von wegen Verdampfen und so weiter? Ich denke... Also, ich kenne das kleine E einfach darunter, dass es halt einfach nur maschinell gemacht ist und dass da halt zwischendurch mal so eine stichartige Kontrolle kommt, ja. Aber es kann sein, dass es mal 5 Gramm mehr oder 5 Gramm weniger in der Chipstüte sind. Oder halt, wenn da draufsteht, da gehören 30 Chips rein, dann kann es durchaus mal sein, dass durch das Gewicht, weil die ja durchs Gewicht in die Tüte fallen, dass da dann nur 29 oder dass dann auch 31 drin sind, damit das halt irgendwo so ein bisschen angependelt ist. Mhm. Das ist meine Info, die ich darüber habe. Ja, okay. Weiß ich nicht. Sehen wir ja jetzt. Ja. Ihr nehmt da. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Das kleine E kommt aus dem Französischen für Estime und steht für eine veranschlagte Menge. Veranschlagt heißt aber nicht tatsächlich. Der Inhalt, zum Beispiel 1 Liter, darf innerhalb EU-weit geregelter Toleranzgrenzen leicht nach oben oder unten abweichen. Im Supermarkt stehen also Flaschen mit etwas weniger oder etwas mehr Inhalt als angegeben zum Verkauf. Die Literzahl muss aber im Durchschnitt aller Abfüllungen eingehalten werden.
Nice. 1000 Euro auf eurem Konto. GG. Das hätte ich nicht gewusst. Naja, ich gucke mir halt echt gerne sowas wie Tarkastisch an oder wie wird's gemacht. Ist auch eine schöne ja, Serie, nenne ich es mal, wo halt gezeigt wird, wie Sachen hergestellt werden. Und da sieht man sowas zwischendurch mal. Und es ist Ewigkeiten her, dass ich es mal mitgekriegt hatte, aber ich hab's Wissen doch abrufen können. Ja, sehr gut. So, du sagst, du möchtest Königshäuser gar nicht. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Wäre nett, wenn du das nehmen würdest. Ich bin mal nett. Warum feiert die Queen im April und im Juni Geburtstag? Weil oh Gott, sie sich das aus Tradition gehört. Am viktorianischen Kalender orientiert? B, um an die 60-tägige Schlacht bei Waterloo zu erinnern? Oder C, weil es im April zu kalt und regnerisch für eine Parade ist? Oh Gott, war das denn noch? Ja, doch, ich glaube, ich weiß. Boah. Könnte natürlich das mit dem Kalender sein, oder? Viktorianischen Kalender. Warte, gibt es einen viktorianischen Kalender? Es gibt den gregorianischen. Gab es hier auch so einen Maya-Kalender irgendwann? Ja, es gibt den viktorianischen, den julianischen oder sowas, keine Ahnung. Ich kann ja Google nutzen. Ja, dann gibt es ja noch den Maya-Kalender, aber viktorianischer Kalender sagt mir jetzt halt so. Maya-Kalender. Wollen wir mal gucken. Ja, Drunken, das müsste eigentlich Feierte heißen, aber das Spiel ist ja älter und zu dem Zeitpunkt lebte die Queen noch. So. Schlacht bei Waterloo zu erinnern. Nee, warum sollte sie das machen? Weil es im April zu kalt und regnerisch für eine Parade ist. Ich finde das mit dem... Ich finde das mit diesem, weil im April das zu kalt ist, finde ich schon irgendwie cool. So von wegen, hey, ist das nicht immer so ein Riesenstaatsakt, dieser Geburtstag von der Queen gewesen? Die war ja so super, super beliebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die einfach sagt, ey, weißt du was? Scheiß drauf, ich habe zwar im April Geburtstag, aber ich bin eure Queen gewesen. Wir feiern im Juni. Da ist das Wetter geil. Das möchte ich sehen. Das möchte ich. Schon mal aus. Wir nehmen C. Wird sie unfassbar noch sympathischer machen. Das ist die Lösung. König Edward VII. War der erste Monarch, der während seiner Regierungszeit seinen offiziellen Geburtstag auf einen anderen Tag legte. Diese Tradition pflegt auch die Queen. Ihren eigentlichen Geburtstag feiert sie am 21. April privat mit Familie und Freunden in Windsor. Und da das Londoner Wetter zu dieser Jahreszeit unberechenbar ist, wird ihr Geburtstag im Juni wiederholt. Geil. Denn dann sind die Chancen auf eine prachtvolle Parade im Sonnenschein erheblich höher. Vorletzten. Geil. Das war irgendwann in der Corona-Zeit, da haben die das in irgendeinem Bericht haben die das mal geschrieben, dass sie halt nicht an ihrem Geburtstag feiert, ja, weil es da einfach zu scheiden ist. Also, ich nehme. Das ist geil. Das ist geil. Sollte ich irgendwann mal König von Waristan werden, ne? Mach ich das genauso. Mach ich das eiskalt genauso. Ja, mein Geburtstag kann ich nicht großartig ändern, weil bei meinem Geburtstag eigentlich überwiegend geiles Wetter ist. Und ja, oftmals hat dann auch die Schule direkt, also der 4. September war oftmals ein Montag und war dann nach den Sommerferien gerne mal der erste Schultag. Schön. Also kannst du dir vorstellen, wann ich nicht in der Schule war. Was möchtest du eigentlich haben? Fragezeichen? Okay, ich habe es nämlich akustisch nicht verstanden. Oh. Wäre ich Herrscher, würde ich es verbieten, meinen Geburtstag zu feiern? Okay. Ich bin auch kein Fan von Geburtstag. Ich finde es Quatsch. So kurz, hallo. Glückwunsch sagen. Ja, E-A-N, U-P-C und J-A-N. Ich weiß es. Für A, internationale Fluglinien, B, Verschlüsselungen bei Bankgeschäften oder C, verschiedene Typen von Strichcodes. Ich würde also den
Heißt der Ehrenstrichcode? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal gehört habe. Verschlüsselung bei Bankgeschäft, nein. Internationale Fluglinien, UPC, Jan, Japan Air, irgendwas. United, nein. European, nee. Ich habe keine Ahnung, ich nehme C. Also, wir sagen mal C, eher nicht. Du könntest auch noch das Publikum befragen, ne? Nee, ich bin der Meinung, ich habe irgendwas Strichcode in Verbindung mit EAN gehört. Bei den anderen habe ich keine Ahnung, ob das EAN, das verbinde ich mit Strichcode irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich krieg's nicht mehr auf der Kette. Ich musste es meiner Auszubildenden erklären. EAN ist entweder... Nee, EAN ist, glaube ich, die European Article Number oder Electronical Article Number. Irgendwie sowas in die Richtung. Das sind die Dinger, die auf dem Preisschild im Einkaufsladen immer da drunter stehen. Da steht, glaube ich, auch irgendwo eher... Moment. Ja, das ist ein EAN-Code. Ich habe die Cola nicht zugeschraubt. Jetzt habe ich... Oh, ist das kalt auf dem Bein. Ist das kalt. Und ich glaube, das Cheat-In müsste für Bücher sein, glaube ich. Aber ja, das ist der Strichcode. Also, dann bin ich ja mit ERN richtig gewesen, dass das der ist, der im Laden dann halt sichtbar ist. Ja, gut. Habe ich da zumindest wieder ein bisschen. Der Strichcode wurde 1973 in den USA als UPC, den Universal Product Code, eingeführt. Dr. Mottes hier bei mir auch. Den Einsatz von Scannerkassen möglich. Die Europäer gingen drei Jahre später mit EAN, der European Article Number, auf den Markt. In Japan wurde parallel JAN, die Japanese Article Number, eingeführt. 2009 wurde das System mit der 13-stelligen Nummer vereinheitlicht zum GTIN, der Global Trade, Item Number. Okay, amerikanisch. Oder global. Also, 500 Euro haben wir draufgepackt, 1500 habt ihr. Aber hey, alles gut. Wir haben noch vier Kategorien. So. Ich nehme clever. Gönn dir. Clever. Bin mal clever. Ein Handy-Ladekabel vor Kabelbrand zu schützen, hilft ein. A, Fahrradschloss, B, Schuhanzieher oder C, Kugelschreiber. Oh Mann, ey. Ich will C nehmen. Ja. Ja. Rum und ach Gott, ey. Das ist genau das gleiche Prinzip bei der Shisha, damit der Schlauch nicht abknickt, wenn du dich ein bisschen durchhängen lässt, dann machst du da auch eine Federung ran und... Mann, ey. Das sind so geschenkte Fragen. Hallo, das ist absolutes Basiswissen und Premiumwissen. Das habe ich mir hart erarbeitet. Wenn es jetzt falsch ist, dann ist das eine hohe Fallhöhe. Ich würde mich freuen, dass er nichts irgendwie mit Seife oder so ist. Okay, wir haben C eingeloggt. Kann das wirklich nein, aber sein? Kugelschreiber ist richtig. Ja, müsste eigentlich. Da würde ich einen Zehner draufsetzen, wenn ich einen hier hätte. Und zwar am Stecker. Die mögliche Folge: Kabelbruch. Okay, also, da hilft aber auch keine Feder mehr. Um ihn zu beugen, hilft die Feder des Kugelschreibers. Zunächst ein wenig auseinanderziehen, um mehr Spielraum zu haben. Wie lang zieht ihr die dann denn? Die fehlt doch gar keine Stelle, Spannung mehr dann. Der das Kabel in den Anschluss führt, mit der Feder umwickeln. Jetzt sorgt sie für mehr Stabilität und ein Abknicken des Kabels wird verhindert. Yay. Oder man klingelt mit seinem Kabel einfach nicht so viel rum und hat immer an der gleichen Stelle liegen, weil man abends im Bett das Handy da anstürzt und dann braucht man das Handy noch ranschieben und dann wird fertig. Oder man macht es wie Vari und legt das Handy einfach auf die Wireless-Ladestation. Ja, ja. Die abgehobenen Leute hier, ne? Im anderen Zimmer auch noch eine, wenn ich wüsste, in welchem Schrank. So, was hätten Sie denn gerne? Ah, ich bin dran. Ja, komm, ich nehme unseren Körper. Unser Körper? Alles klar. Dann lass uns die doch einfach nehmen. Bei Schmerzen fassen wir uns laut Forschern intuitiv an die entsprechende Stelle, um sie vor weiteren Fremdeinwirkungen zu schützen, um sie nach Wunden abzutasten, oder weil die Schmerzen so tatsächlich gelindert werden. C. Weißt du das? Nö, aber das ist das Einzige, was für mich logisch ist, weil wenn ich ein gebrochenes Bein habe, ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber wenn ich ein Brennen im Bein habe,
So, dann taste ich da nicht dran rum, sondern ich weiß, das ist irgendwo drin. So, ich spüre das ja. So, bei Kopfschmerzen fasse ich mir auch nicht ans Hirn. Also, weiß nicht, wäre für mich irgendwie schwachsinnig. So, außer wenn ich wüsste, ich habe irgendwas gemacht, wo irgendwie eine Wunde hätte zustande kommen können. So, dann hätte ich geguckt. Vor weiteren Fremdeinwirkungen zu schützen, könnte natürlich sein. Weiß ich aber nicht. Ich bin der Meinung, dass durch Berührung, ob das jetzt psychosomatisch ist, oder sagen hier, ob das Placebo ist oder nicht, aber ich bin der Meinung, wenn du denn festhältst, dann drückst du da irgendwie die Blutzufuhr oder irgendwas um die Wunde zum Beispiel rum oder bei Schmerzen drückst du da irgendwas ab oder massierst es oder wie auch immer und dann... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ist meine Herangehensweise, irgendwie so in etwa. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, aber C. Also du nimmst C? Ich nehme C. Was ist deine Meinung? Ich hätte gesagt, um sie nach Wunden abzutasten, dass das irgendein intuitiver Gedankengang noch als Neandertaler oder Homo, was weiß ich was noch ist, um zu gucken, ist da noch irgendwas drin? Habe ich da Aua? Wäre jetzt so, um das abzutasten. Intuitiv ist ein gutes Wort dafür. Das steht auch in der Frage mit drin. Ja. Ich habe das Wort außer Acht gelassen. Ich habe einfach nur gedacht, so, warum fassen wir uns an die Stelle? Und ich bin der Meinung, weil der Schmerz gelindert wird. Aber intuitiv könnte man es mit den Wunden nehmen. Also so wäre mein Gedankengang. Aber wer weiß. Wir gucken mal, was richtig ist. Wir nehmen C. Ja, wer weiß denn sowas? Ja, also wir loggen C ein. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Stoßen wir uns oder fallen, schlagen als erstes die Schmerzsensoren in der Haut Alarm. Diese senden ein Signal ans Gehirn. Reibt man aber mit der Hand über die Verletzung, werden auch positive Streichelsignale über Nervenstränge gesendet. Diese blockieren dann den vorigen Reiz. So wird der akute Schmerz bei der Berührung tatsächlich gedämpft und als weniger schmerzhaft empfunden. Krass. Respekt. Ihr seid bei 2000. Ja, dann war meine Herleitung doch ganz gut. Aber ich fand deine Aussage sehr gut, weil intuitiv hätte wirklich was von früher sein können. Und früher hatten wir das noch nicht so. Ja, ja. Also, ich habe gerade schon ziemlich ein bisschen schwitzen müssen. Aber hat es Glück. Das ist denn doch das wahr und nicht auf Steinzeit bezogen. So, ich muss einen Arschloch-Move machen. Ich nehme jetzt wirklich tierisch. Ich will keinen Sport. Ich will kein. Ich es interessiert. Ey, wenn da eine Fußballfrage kommt. Warum schließen Frösche beim Schlucken die Augen? Weil sie keine Muskeln zum Schlucken haben, weil Kiefermuskel und Augenmuskel verbunden sind oder weil sie so ihr Essen besser genießen können. Wo ist Mel, wenn man sie bei einer Krötenfrage braucht? Geht ja um Frösche, nicht um Kröten. Hier mal ein Leckerchen für dich. Ja, meine Güte, das ist fast das Gleiche. Was ist der Unterschied zwischen Frösche und Kröten? Also Fun Fact, Josie. Größer, ne? Fun Fact, Josie macht die Augen nicht zu. Ja, die muss ja auch sehen, wie viel sie kriegt. Man hat beim Essen auch nicht die Augen zu, so bekommt das noch. Warum schließen Frösche beim Schlucken die Augen? Weil sie keine Muskeln zum Schlucken haben. Das würde... Was hat das dann mit den Augen? Dass die Augenlider so weit runtergehen? Hä? Hallöchen, Stompy. Also, für mich macht das mit den Muskeln, keine Muskeln zum Schlucken haben, wenig Sinn. Warte bitte kurz mit der Antwort, Vari lockt gleich Grund ein und dann kannst du gerne raushauen. Weil Kiefermuskeln und Augenmuskeln verbunden sind. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Also, dass die Gourmets sind, mit C schließe ich aus, aber Kiefermuskeln und Augenmuskeln verbunden sind? Frösche. Amphibien. Froschgourmet. Schön in dem französischen Restaurant sitzen und auf ihre Froschenkel warten. Es klingt meiner Meinung nach schon sinnig. Das würde auch... Also, ich verbinde Amphibien jetzt mit eher leichterer einem leichteren anatomischen Aufbaus. Dementsprechend würde ich sagen, da hat einfach... die Evolution Dinge weggelassen und sagte, ey, Augenmuskel, Kiefermuskel zusammen. Hat so ein Frosch einen Kiefer? Bestimmt. Oh, du kriegst keine Muskeln im Gesicht, aber dafür eine Beine. Genau, und wirst von Franzosen weggefuttert.
Wenn du wegspringst. Oder wenn du beim Essen die Augen zumachst. Also ich würde Kiefermuskeln und Augenmuskeln einloggen. Oh, Stompy. Time to shine. Nicht sagen. Ich bin gespannt, Stompy. Das mit dem Verbundenen haben Menschen übrigens auch. Nicht bei den Muskeln, aber bei anderen. Jetzt, Vari, darfst du herausfinden, wo das der Fall ist. Finger. Hm, ich weiß es. Das war jetzt so aus dem Bauch heraus rausgeschossen, weil du doch manche Finger irgendwie, weil die so über Kreuz liegen oder verbunden sind oder wie auch immer, du kannst irgendwelche Gesten können manche nicht machen. Genau, es ist genau das. Also es ist nicht wirklich muskelverbunden direkt, aber quasi die Sehnen, die da dran sitzen und so weiter, sind quasi aufgeteilt und verbinden beide Finger. Manche können es besser, manche können es weniger gut, je nachdem wie halt. Und eigentlich sind quasi die jeweiligen, genau, hier sind die jeweiligen beiden Finger, also kleiner Finger und Ringfinger und Mittelfinger und Zeigefinger sind verbunden. Okay, dann bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Stompy sagt, es ist A. Keine Ahnung. Wir werden es sofort überprüfen. Ausgewachsene Frösche ernähren sich von Insekten, Würmern oder Schnecken. Die Beute wird mit der klebrigen Zunge gefangen und unzerkaut geschluckt. Weil der Frosch aber keine Muskeln zum Schlucken besitzt, schließt er während des Schluckens die Augen, presst sie nach innen und drückt so die Beute in den Magen. Es bleibt für euch bei 2000 Euro. Das ist eine interessante Technik. So, letzte Karte für euch. Eine Frage, also ich finde ja, da hätte auch C gepasst. Also der sah echt so aus, als wenn er das genießen Sport. Würde. Nee. Der Begriff Doping stammt aus einem afrikanischen Dialekt und bedeutet Schnaps, wurzelt im indonesischen Wort für Tropfen oder kommt aus einer dänischen Mundart und heißt Koch. Ich habe keinen blassen Schimmer und nehme das Publikum. Du nimmst das Publikum? Ja. Scheiße, das hätte ich auch machen können. Ach, fuck. Das ist was, ich hab da ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Wir sind gerade eingekommen, weil ich keinen Plan hatte und dachte so, scheiße, wie kriege ich das ausgelöst. Stehen Sie ruhig auf. Finger haben doch keine Muskeln, dachte ich. Falsch gedacht, Burger. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ rechts aussieht, aber ich nehme die Frau in der Mitte. Der Typ... Wenn sie Lust hat. Warte, der Typ rechts sieht so aus. Okay, nee, den frage ich nicht. Wobei der sieht so aus, als wenn er sich mit Doping auskennen würde. Wen meinst du, wen nimmst du? Die Frau in der Mitte. Girls Power. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, es ist Antwort A. Das hat mir jemand erzählt. Ich hätte jetzt Koch gesagt wegen Doping. Eingeloggt. Find ich irgendwie süß. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Bereits im Jahr 1869 tauchte das Wort Doping zum ersten Mal in einem englischen Wörterbuch auf. Als Wort für eine Mischung aus Opium und narkotisierenden Drogen, mit denen damals Pferde zu besseren Leistungen gebracht wurden. So, nee, das sind die das Tropfen. Wort Doping das meine hat seinen gewesen. Ursprung im südöstlichen Afrika. Im Dialekt der Xhosa war mit Dop ein Schnaps gemeint, den das Volk selbst brannte. Sie tranken ihn bei rituellen Handlungen zur Stimulation. Ja, wird knapp. Könnte tatsächlich passieren, dass du jetzt gewinnst. Ja, ich gehe eh all in. Also, wir haben einen Zwischenstand vor der großen Masterfrage. Vor ja. Ich muss ja. Finale. Das Team Bernhard, ja, man kann hier keine 1500 einführen. Also das, was im Finale das Wichtigste ist, was sie da schon seit Jahren machen, ist im Spiel nicht möglich. Also es ist gar nichts entschieden, meine Damen und Herren. Wir deswegen, also ich jetzt, muss Minimum 1500 einsetzen. Finale. Aber ich habe die Roboter schon geschrieben, wir machen oder ich mache All-In. Beide Teams geben ihren Geldbetrag ein, den sie setzen. Scheiße, Technik. So. Du gehst all in. Jawohl. Ich drücke SR. Ja, ja.
Hast du vorhin vielleicht SL gesehen? Ja, das kann sein. Ja, ist ja egal. Du hättest so oder so gewonnen. Egal, ob mit 1 oder mit 1. Welches Gerät wurde zuerst A, der Elektroherd, B, das Faxgerät oder C, das elektrische Bügeleisen? 20 Sekunden ab jetzt. Was? Ich glaube, das elektrische Bügeleisen, also der Elektroherd, da haben die... Nee. Gerät, das war kein Fax, das war... Ich nehme C. Also wir haben schon mal was Unterschiedliches genommen. Hast du den Herd genommen? Ja. Ich glaube, das Faxgerät, ich glaube, das wurde erst psst, spät gemacht. Psst. Jetzt wird es gleich aufgeklärt. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie es hier aussieht. Was haben die beiden Teams getippt? Das Team Bernhard hat sich entschieden für C. Das Team Elton hat getippt auf Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Alle drei Geräte wurden im 19. Jahrhundert erfunden. Das elektrische Bügeleisen 1882. Der Elektroherd 1859. Das Faxgerät 1843. Und damit beide Teams bei 0. Die Kohle ist futsch. Das hatte ich auch noch nie. Ich habe zumindest nichts verloren. Scheiße. Ja, gut. Läuft bei uns. Ja, nicht gut, aber läuft. So, letzte Runde. Ja, bin ich für. Denn es ist Punkt Mitternacht, wenn wir durch sind, passt. Ja. Dann kann ich ja eigentlich schon mal meine Medizine nehmen. Herrlich, ey. Bari, möchtest du eigentlich die Auflösung zu den Planetenanziehungen? Nein. Wenn das jetzt gleich eine Frage ist, dann ist er im Vorteil, wenn du nur ihm das erzählst. Ich würde es hier allgemein erzählen. Nein. Du hast nur Bari gefragt, ich hätte nicht zuhören dürfen. Astronomie ist jetzt nicht etwas, was mich interessiert. Ja, das ist Astrophysik, aber ja. Oh. Ich erwarte, dass es eine Art von Faxen ist. Also ich dachte, Morsen wäre halt wirklich das gewesen, was bis, keine Ahnung, Ewigkeiten noch da gemacht wurde. Weil Faxen ist für mich rein theoretisch halt über Telefonleitung oder Internet. Ja. Bei der 55 Leute hinter mir, komm schon. Oh, ist ein cooler Teil. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. So, wer weiß. Ich sage, bei mir sind 63. Wussten Sie eigentlich, dass es in Lappland eine Fußballmannschaft gibt, die FC Santa Claus heißt? FC Santa Claus. Ja, wir sind heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir schauen auch heute wieder zum Anfang auf die Publikumsverteilung, denn auch heute durfte sich das Publikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen, was sie glauben, welches Team heute gewinnt. Ich will 55. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Wenn wir im Finger keine Muskeln haben, warum habe ich denn den größten Bizeps am ganzen Körper an den Fingern? Und das Team Elton. Ah, knapp daneben, Mann. Okay, 12 Fragen, 6 mit jedem Team für jede richtige Antwort. 500 Euro. Wieder darf ich anfangen, ey. Für jeden Team 1 gibt's natürlich auch. Und hier sind die Kategorien. Kategorien finden Sie auch heute wieder auf unserer. Die Formel wurde eingeblendet. Ja oder nein? Die 12 Kategorien sind heute. Schönheit, Edelmetall, wie ticken wir? Sehr schöne Kategorien. Neuheit, total genial. Was hattest du gesagt, in Formel war die? Die wurde eingeblendet. Tierisch, das Fragezeichen. Und. F ist gleich und dann oben G, Klammer auf, M1 mal M2, Klammer zu, dann der Bruchstrich und dann R. Quadrat. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Allgemeine Gravitationsgleichung. Also ich finde, das sind mit Abstand die besten Kategorien heute Abend. Nein. Doch. Oh. Edelmetall, scheiße, Biologie, kacke. Sport, erst recht kacke.
Rest okay. Ja, gut, Sport, meine Güte. Aber ich finde damals Biologie, Edelmetall, finde ich interessant. Ich nehme das Fragezeichen. Laut einer britischen Studie warten Männer etwa eine halbe Stunde ab, bevor sie eine SMS beantworten. B. Im Schnitt 2 Minuten am Tresen, bis sie ein Bier bekommen. Oder C. In ihrem Leben zusammengerechnet 1 Jahr lang auf Frauen. Okay. Was ist das für C? Ich glaube, C ist mehr. Naja, das ist halt die britische Studie. Da hatten die vielleicht auch ein bisschen zu lang am Tresen gesessen und. So, ich muss jetzt eben einmal ganz kurz was gucken. Auch 10 Bier drin. Das Spiel ist aus dem Jahr 2018. Das ist eine britische Studie. Wenn die ja so besoffen sind, dass sie das Handy nicht bedienen können, dann dauert es auch eine halbe Stunde, bis sie auf eine SMS mit Ja antworten. Es könnte einfach alles sein. Könnt ihr euch jetzt mal... Also, das Ding ist ja... Männer. Das schließt ja mich irgendwie auch mit ein. Auch wenn ich mich da jetzt bei C weniger sehe? Ich glaube, C ist einfach wesentlich länger. So. Wir bedienen Klischees. Bei mir... Du möchtest einfach nur ins Badezimmer. Du möchtest einfach nur auf Toilette... Und sie macht gerade Schminke, Haare und so weiter. Da bist du doch... Nee. Klischeehaft. Es gibt auch Sachen, die... Oder Frauen, die schneller sind dabei. Und nein, ich habe nicht geschummelt, Scorpion Queen. Denn ich wollte nur wissen, von wann das Spiel ist. Um das auch einmal klarzustellen. Und diese Information habe ich auch Fuhrer im gleichen Atemzug gegeben. Das ist wohl richtig. Ist kein Schummeln. So. Wenn es nach mir ginge, warten eine halbe Stunde ab, bevor sie eine SMS beantworten. Bei mir kommt dann nie eine Antwort, weil ich krieg's nicht mit. Oder ich ignoriere. Im Schnitt 2 Minuten am Tresen, bis sie ein Bier bekommen. Wieso muss man 2 Minuten an einem Tresen auf Bier warten? Da muss noch nicht mal die Bedienung kommen. Das geht nur darum, dass der Typ da oder die Frau zapfen muss. Und es geht um den Durchschnitt. Okay. C schließe ich aus, weil da schließe ich mich Fuhai an. Dauert zu lang. Das ist eine britische Studie. Pappkultur. Ich nehme B. Die denken an Saufen. Ja, nein. Saufen, morgen Mittag gehabt. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme das. Keine Ahnung. Also, komm her, wir wissen es nicht. Wir können nur raten und ich glaube, wir raten mal B. Also, ja. B ist eingeloggt. So, hier kommt die richtige Lösung. Ein Mann wartet auf der Straße, im Wohnzimmer, im Bekleidungsgeschäft auf seine Frau. Bilder sehen nicht gut aus. Allein vor der Umkleidekabine verbringt er 22 Wochen seines Lebens. Während die Frau seelenruhig ihren Dingen nachgeht, summiert sich laut einer britischen Studie die gesamte Wartezeit eines Mannes auf ein komplettes Jahr. Es erstmal bei 0 Euro, aber... Das heißt noch gar nichts. Ja, aber aus welchem Jahr ist die Studie? So in der heutigen Zeit, da gehen auch viele Frauen einfach online shoppen. So, da braucht man nicht mehr irgendwo warten. Weißt du, so eine Frage stellst du einem Schwulen. Das ist doch... Na gut, wenn das schon mit der Studie nicht funktioniert, dann nehme ich Neuheit. Vielleicht irgendwie was Moderneres. Denk dran, 2018.
Neuheit ist echt. Wie alt ist die Queen? Ja, keine Ahnung, ist tot. Zukünftig sollen Pflaster nicht mehr mit Klebstoff an der Haut haften, sondern mit A-Nadeln. Sondern mit, wie bei Oma, mit Spucke. Oder C-Honig. Das ist jetzt echt eine spannende Frage. Schneckenschleim. Ja, Schneckenschleim. Oder Schuppen. Also Magneten stelle ich mir irgendwie interessant vor, aber ey, mit also ich finde Klebstoff im Vergleich zu Magneten wesentlich günstiger und würde es krass finden, wenn man dann noch einmal für ein so ein einzelnes Pflaster, keine Ahnung, 3 Euro bezahlen muss. Honig würde nicht funktionieren, weil da hätten die Veganer was gegen. Nadeln, aua. Wie willst du Magneten an deine Haut klatschen? Das reicht doch, wenn du einfach nur Magneten da hast. Du hast auf der einen Seite Magnet und dann machst du das wie eine Uhr einfach da rum. Dass du es einfach komplett um die ganze Stelle machst. So, wenn du das dann, was weiß ich, an der Brust hast, dann musst du es einmal um den ganzen Körper rum. Ich hab, es heißt ja, ja nicht, ich verstehe, was du meinst, aber das ist ja riesengroß. Ich habe eine Vermutung. Also mit Nadeln finde ich halt interessant, weil, ja gut, du könntest zum Beispiel am Finger, kannst du ja mit so einer kleinen Nadel, kannst du ja reinpieksen und kannst da unter die Haut gehen. Aber wenn ich ein Pflaster bekomme, dann muss ja irgendwo eine Wunde abgedeckt werden. Dann mache ich doch keine neue, indem ich eine Nadel nehme. Naja, solange die Nadel drin steckt, hast du keine Wunde, ne? Ja, aber du willst das Pflaster wieder abnehmen und dann brauchst du ein neues Pflaster, weil du hast eine neue Wunde. Naja, also bei einer Nadel, nee. Kommt halt drauf an, wen haben die da als Versuchsobjekt genommen? Robocop? Dann wären Magneten auch gut. Ich würde mal sagen Schweinehaut. Ja, weiß nicht. Honig finde ich halt... Na, weiß nicht. Da bist du einmal am Schwitzen, zack, Pflaster ab. Ich glaube, dass es ein Honigderivat ist, ehrlich gesagt. Die militante Veganerin darf gerne kommen, da hätte ich voll Bock drauf. Ohne Scheiß. Dieses militante... Ich enthalte. Ja, die kann eine Antwort aus, Fuhai. Ich bin selber zum Großteil vegan. Ja, lock eine Antwort ein. Magneten. So, ich möchte meine Theorie lostreten und ich fühle mich gerade ein bisschen schlau. Ich muss erstmal wieder fallen. Ihr dafür für eine Sekunde timeouten? Nein. Wir haben doch im Blut Eisen. Deswegen ist Blut doch rot, oder nicht? Ja, aber heißt doch nicht, dass es deswegen magnetisch ist. Mein Gedankengang ist jetzt, dass es tatsächlich eine Art Magnet gibt, oder Neodym oder noch stärker oder was weiß ich was, die dafür sorgen, dass quasi durch diesen geringen Eisenanteil, den man ja normalerweise im Körper hat, die dann da halten. Habe ich ein Magnet hier? Bei Eisenmangel isst du doch auch keine Nägel. Genau, also ja, wir haben Eisen im... andersrum. Könnt ihr euch jetzt mal Vari, möchtest du die Erklärung? Ich fühle mich gerade klug. Nein. Gut. Ich fühle mich gerade klug. Und wenn das richtig ist, mache ich einen Mic Drop, ohne Mic Drop zu machen. Mich würde halt interessieren, ob wir... Klar, wir haben Eisen im Blut. Aber ist das Eisen im Sinne von Eisen? Oder ist es einfach was anderes, was halt Eisen genannt wird? So, weil ich habe noch nie gesehen, dass sich irgendeiner Schrauben oder Nägel reinpfeift, um seinen Eisenmangel aufzustocken. Tust du in gewissen Sachen. Du hast, wie nämlich wieder auch schreibt, Eisenionen im Blut. Und Vari hat in gewisser Weise recht. Ja, Eisen tut das Blut rot machen. Ich brauche diese Aussage von Kuros Stimme. Entschuldigung, ich lasse dich jetzt nicht ausreden. Ich möchte das geklippt haben. Ich brauche diese Passage mit Kuros Stimme. Vari hat recht. Das werde ich mir rausschnipseln, werde das auf mein Handy packen und jeden Dedo werde ich das abspielen. Jeden verdammten Dedo. Ich sagte, in gewisser Weise macht das Eisen. Weil Hämoglobin ist das, was das Blut rot macht. Und das Hämoglobin ist eine Komplexverbindung von Eisen zu einem anderen Molekül. Eisen ist ja nicht rot, sondern wenn es verrostet, ist es halt rotbraun. Also haben wir ja, es hat mit dem Rost nichts zu tun, tatsächlich. Es hat tatsächlich die Gesamtheit des Hämoglobin damit zu tun.
Da ist Eisen im Zentrum drin, ja. Hochnäsiger Vari sagt einfach, wenn da jetzt gleich kommt, das sind Magnete, ich sag's euch, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, selbst wenn ich diese Runde verliere. Ich hab gewonnen. Aber er redet ruhig weiter. Genau, also das war das Ganze, also das, was der Chat auch gerade komplett geschrieben hat. Gut, dann gucken wir uns das mal hochoffiziell Recherchierte an. Vom Gefühl würde ich B nehmen. Ihr entscheidet euch für B. Gib mir jetzt die Magneten. Ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Ganz nach dem Vorbild des Kratzwurmparasiten, der sich mit seiner Rüsselspitze in den Därmen von Fischen festhakt, entwarfen amerikanische Forscher ein chirurgisches Pflaster. Hier Bilder der ersten Tests. Das neue Pflaster Scheiße. Ist nicht mit Klebstoff beschichtet, sondern mit hunderten von Mikronadeln aus Kunststoff geschützt. Sie dringen in das Gewebe Aua. Ein, schwellen dort an und haften fest. Der Vorteil, das Pflaster schont die Haut und lässt sich leicht wieder entfernen. Ja, die Tatsache ist, wenn die Nadeln klein genug sind, macht's die Haut nicht kaputt. Wie machen wir weiter? Magnete würden die Haut auch nicht kaputt machen. So. Magnete würden aber die meisten Leuten mit einem Herzschrittmacher Probleme machen. Das ist ein Problem für Leute mit einem Herzschrittmacher. Das halt echt so. Du hast dich geschnitten. Ah, du trägst einen Herzschrittmacher? Nee, ich kann dir kein Pflaster kleben, tut mir leid. Nein, das nennt man... Nein, ich wollte gerade sagen, man magnetisiert es, man klebt es nicht. So, jetzt bin ich on fire. 2 plus. Ach, ihr gebildeten Leute. Ich hatte mit Blut recht, ich habe meinen Songschnipsel, Soundschnipsel, den werde ich rausschneiden. Meine Challenge ist da. Clever! Nehmen wir clever. Den will ich dann aber auch für Kanalpunkte drauf haben, ne? Ja. Wow. Zu lange gekocht, das fehlt auch worden, Mann. Zu kalt abgeschreckt wurden oder C, älter als 4 Wochen sind. Scheiße. Boah, ich glaube, ich weiß das. Ich glaube, ich auch. Weil meine... Ich sag nichts. Ich sag erst, wenn Vari reingeloggt hat. Muss einfach im Sommer, wenn es richtig warm draußen ist, einfach mal kurz nach unten gucken. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass die Eier von älteren Hühnern gelegt wurden. Okay. Also, dieses Eigelb, jetzt kommt wieder der Fachwari. Nee, dieser komisch denkende Wari, der seine Gedanken irgendwie versucht zu erklären. Ich habe ein Bauchgefühl für älter als 4 Wochen. Warum? Weil Eierschale offenporig Luft reinkommt. Luft durch das Eiweiß irgendwie an das Eigelb reinkommt. Und dadurch, was weiß ich, eine chemische Reaktion stattfindet. Da ich das aber dementsprechend keine Ahnung habe, werde ich einfach aufs Publikum setzen. Und ihr könnt einfach entscheiden, was oder sagen, was ihr gedingselt denkt. SR muss ich drücken. Das da. Wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Alles gut, Lea. Du musst dich nicht rechtfertigen. Zu lange gekocht. So, wer soll es beantworten? Wer könnte das denn wissen? Na, er sieht aus, als wenn er sich mit Eierkochen auskennt. Ey, guck mal, der Typ, der war vorhin schon bei mir hinten. Der rechts. Ich nehme die Frau hinten im Anzug. Die hat das in der Doku gesehen. Nee, die kennt sich nur mit Kaffeekochen aus. Ich tendiere eindeutig zur Antwort A. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Ihr habt A eingeloggt. Okay. Ja. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Wenn Eier gekocht werden, verändert sich das Eigelb. Je nachdem, wie lange das Ei gekocht wird. Wenn ein Ei länger als ca. 15 Minuten dem heißen Wasser ausgesetzt ist, wird Eisen aus dem Eigelb freigesetzt. Im Eiweiß entsteht zur gleichen Zeit Schwefelwasserstoff. Beide Stoffe verschmelzen miteinander am Rand zu Eisensulfid.
was die grünliche Verfärbung verursacht. Schädlich sind diese Verfärbungen allerdings nicht. Okay. Ich hätte nicht Schwefel-Dingsstoff gesagt, sondern ich hätte nur Schwefel gesagt. Gut, wäre natürlich ein bisschen gefährlich, wenn es nur Schwefel wäre. Na, dezent. Ich wusste das halt, weil meine Mutter keine Eier kochen kann und die immer so komplett tot kocht, dass die danach einfach gleich begraben werden können. Ich habe Edelmetalle. Das ja, da kommt eh wieder Eisen. Ja, genau, aber Kuro? Ich habe ein Muttertagsgeschenk für deine Mutter. Oder eine Muttertagsidee, die du deiner Mutter zum Muttertag schenken könntest. Wenn du Eierkocher sagst, dann schaffst du meine Mutter immer noch die viel zu lang. Nein, es gibt solche kleinen Kocheier, die du ins Wasser mit reinschmeißt zu den Eiern, die dir dann anzeigen, ob das Ei flüssig, wachsweich und so weiter ist. Es ist ganz einfach. Wenn ich Eier will, wenn ich bei meiner Mutter bin, dann koche ich mir die selber. Leute, habt ihr gehört? Ich schneller. Habt ihr gehört, Kuro hat keine Eier. Badumts. Entschuldigung. Eieieiei. Ich bin heute on fire. Hallöchen, Skylar. Deine Lines sind auch gut. Kuro hat keine Eier, ich bin on fire. Ja. Ich. Edelmetalle bitte. Du möchtest also mit Edelmetallen weiterreisen? Viel Spaß mit dieser Frage. Metalleier. In der es umgeht um Eis. Ich wollte gerade auf die, wie heißen die? Zareier da. Fabergé. Danke. Gerne. Nordisches Gold eine Rolle. Nordisches A, im Gold. Skilanglauf, B bei der Deutschen Bundesbank oder C im Klavierbau. Ne, beim Skilanglauf. Bin ich der Meinung. Ich glaube, das ist Skilanglauf. Bei der Bundesbank, nein. Klavierbau, nein. Skilanglauf. Ich bin der Meinung, ich habe das mal irgendwann mitgekriegt. Nee, Skyler, ich habe es tatsächlich gelesen. Ich nehme bitte A. Ich habe keine genaue Erklärung. Ich bin der Meinung, ich habe es irgendwann mal gehört. Ich nehme einfach A. Ich meine auch. Ich bin der Meinung, ich habe das bei Hermann mal irgendwann mitgekriegt, weil Hermann hat sich immer diese scheiß Skilanglaufen und Skipisse und Sprung und keine Ahnung was. Okay. Ich habe das mal irgendwo gehört. Es gibt ja auch die nordische Kombination. Ja, wer weiß. Okay. Was soll man da schon wieder? Klingt spannend. Ich habe mir nur angeguckt, wie die da irgendwie 20 Kilometer bei mit Skiern da weghochfällt. Und sich um eine Legierung aus 89% Kupfer, 5% Aluminium, 5% Zink und 1% Zinn. Es besitzt also nicht die geringste Spur von Gold. Das Material wurde ursprünglich für die schwedische 10-Kronen-Münze entwickelt und hat zumindest ein goldähnliches Aussehen, woher auch sein Name abgeleitet ist. Das Material ist recht preiswert, sehr widerstandsfähig und nicht magnetisch. Sieht nicht gut aus. Deswegen wird nordisches Gold hauptsächlich als Münzmetall verwendet. Und zwar für die 10, 20 und 50 Euro ärgerlich. Stücke. Und die sind Sache der Deutschen Bundesbank. Ah. Hätte ich nicht gewusst. Wie gesagt, also ich bin der Meinung, es war irgendwas beim Skilanglauf. Internet, also Google. Also nächste Kategorie, die machen wir weiter. So. Vielleicht schaffe ich ja jetzt mal wieder was selber richtig zu beantworten. Skilanglauf Gold. Wie heißt das? Scheiße. Nee, das ist nur die nordische Ski-WM. Deswegen kam ich mit dem Nordischen dahin. Total genial, komm. Heute läuft's nicht gut. Beim Schminken statt einer Wimpernzange helfen. A, Radieschen, B, Teelöffel oder C, PET-Flasche. Ernsthaft? Olli, nicht runtergucken, das weißt du so. Sag einfach mal einen Begriff, der dir gerade einfällt. Auffasertapete. Nein. Weil ich gerade die Decke anschaue. Okay, nee. Wenn du jetzt als nächstes sagst, eine Glühbirnenfassung, nein, ist auch falsch. Entschuldigung, ich habe ein LED-Panel. Oh, nee, tut mir leid, LED-Paneele helfen auch nicht bei. Guck mal, oh Gott. Du wurdest verflüssigt und jetzt, wo du nach oben guckst, hast du übelst den dicken Hals. Sehr gut. Oh Gott, mit dem Finger im Auge sieht auch gruselig aus. Könnt ihr euch jetzt mal so, Schminken, Wimpernzange.
Radieschen macht für mich keinen Sinn. Ich würde den Teelöffel nehmen. Ja, richtig. Weil die kannst du doch so an der Augen halten. Richtig. Von daher. Ja, theoretisch mit der PET-Flasche auch, dann siehst du halt aus wie Özil, wenn du denn erst Luft rausdrückst, ranhältst und dann Vakuum erzeugst, dann hast du halt Özil, aber. Du hast auch Na. Teelöffel ist richtig. Ich gehe zum Teelöffel. Brauch bestimmt zwei. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Wer keine Wimpernzange zur Hand hat, seinen geraden Wimpern aber dennoch einen hübschen Schwung verleihen will, findet das perfekte Hilfsmittel in der Küche. Einfach heißes Wasser über einen Teelöffel laufen lassen und trocknen. Den warmen Löffel an das Lid halten und die Wimpern für den perfekten Augenaufschlag 20 Sekunden an den Löffel drücken. Ich bin kurz davor, das zu machen, ne? Bitte nicht. Womit rate ich denn jetzt mal falsch? Ich habe noch nichts richtig. Ich nehme einfach mal damals. Nein, 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 Burger, das mache ich nicht. Du möchtest damals und einen Snack für Josie? Nee, ich möchte nur damals. Den Snack kann Josie haben. Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Der französische Feldherr Napoleon Bonaparte lernte erst im Alter von 9 Jahren Französisch, konnte Zeit seines Lebens nicht lesen oder C war in seiner Zeit als Kaiser extrem schwerhörig. Ich habe gar keine Ahnung. Ist das was fürs Publikum? Weiß ich nicht. Haben wir da irgendeinen, der sich mit Napoleon auskennt? Ich guck mir die Leute mal an. Der Typ, der hinter meinem linken Ohr sitzt. Der mit dem Bart. Ja, der sieht so aus, als wenn der schon gelebt hat, als Napoleon auch gelebt hat. Also soll ich Publikum befragen? Publikum. Ich würde zwar Mitte, also B, tippen. Aber ich weiß es nicht. Also ich sag, der war schwerhörig. Okay, wir nehmen das Publikum. Ihr nehmt den Publikumsjoker. Los, alter Mann, steh auf, bitte. Die richtige Antwort zu kennen. Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie es wissen, stehen Sie auf. Also können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. Wie sieht der Typ hinter deiner Kamera aus? Warte. Wild. Okay. Also, er könnte ein Fan von Napoleon sein. Keine Ahnung. Ich nehme den Typen hinter deinem Gesicht. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Irgendwie hab ich da Bock drauf. Den Typ hinter meinem Gesicht? Ja, hinter deinem Gesicht. Eigentlich hättest du da ist keiner. Bei den Simpsons hier mit Tingeltangel Bob hättest du dein Gesicht so abmachen müssen. Kann ich nicht. Und den Gürtel wieder hochklappen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also ich tendiere eindeutig zu Antwort A. Darüber habe ich mal was gelesen. Na, der hat was gelesen. A ist eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Der französische Feldherr wurde als Napoleone de Bonaparte im Jahre 1769 in Ajaccio auf Korsika geboren. Dort war sein Vater Carlo di Bonaparte als Advokat tätig. Die Mittelmeerinsel gehörte bis 1768, also einem Jahr vor Napoleons Geburt, noch zu Italien. Seine Muttersprache war folglich Italienisch. Erst mit 9 Jahren lernte er auf einer Schule in der Bourgogne Französisch. Seinen italienischen Namen ließ er sogar erst mit Anfang 20 ändern zu Napoleon Bonaparte. Mhm. Aber was ist das für ein blödsinniger Grund? So bis ein Jahr vor seiner Geburt gehörte das noch zu Italien. Ja, warum hat er nämlich seit Geburt an denn Französisch gelernt? Weil diese wahrscheinlich selber noch kein Französisch konnten. Ja, trotzdem. Also, ja. Wäre jetzt so ein Wild-Guess von mir. Aber hey. Zumindest 500 Euro, das ist schon mal was. Gehe ich nicht mit 0 ins Finale. Das ist schon mal gut. Schönheit. Easy. Ich bin jetzt sowas von dem Beauty-Business drin. Ja, schwierig. Du weißt jetzt, wie das hier einfach hinkriegst. Mit welchen Hilfsmitteln hält ein aufgetragener Lippenstift wesentlich länger? A. Wattepad und Earl Grey Tee. B. Mullbinde und Feuchtigkeitscreme. Oder C. Kosmetiktuch und Puder. Okay, da ist nicht das bei, was ich erwartet hatte. Ja,
Oh Gott, gerade die bildliche Vorstellung, dass, oh, ich möchte, dass mein Lippenstift länger hält, deswegen verkleide ich mich als Mumie. Was zum Geier. Also ich versuche gerade, das gerade herzuleiten. Beauty-Vari ist jetzt am Start. Wenn man sich schminkt, weiß ich, dass es, dass man Puder aufträgt, unter anderem, damit man nicht glänzt. Ich weiß aber auch, dass es ein Fixing-Spray gibt, wenn du zum Beispiel Highlighter, Bronzer und so weiter aufgetragen hast. Ich meine aber auch, dass es Abdeckpuder gibt zum Beispiel, was man als Basis drauf machen kann, um erstmal eine reinere Haut vorzugaukeln oder einen einheitlicheren Teint. Mal eine Info an den Chat. Während der Arbeit sieht er auch ganz normal aus. Ich habe schon Fotos davon gesehen, wo er dann seine Raucherpause macht und er ist nicht auf der Arbeit geschminkt. Ne, nur so. Aber demnächst habe ich einen Wimpernaufschlag des Todes. Oh, bling, bling, bling. deswegen versuche ich... Das Problem hast du, du sitzt mit Löffeln vom Stream. Oh, Moment, meine Wimpern. Ich habe auch die Löffel im Gesicht, manchmal gleich an. Oh, Moment, ich muss erstmal noch meinen Wasserkocher hier neben meinem Tisch. Oh, ja, schön. Nein. Mein Gedankengang ist jetzt gerade eher die Feuchtigkeitscreme und die Mullbinde. Man würde erst die Feuchtigkeitscreme auftragen mit dem Hintergedanken, dass der Lippenstift dann quasi in die Haut einzieht. Bringt aber nicht viel, weil es ist ja im Endeffekt schon... Die Lippe ist ja schon quasi versiegelt. Beim Kosmetiktuch, die Mullbinde wieder weg? Ich dachte, die bleibt drauf. Nee, die nimmt man wieder weg. Wenn ich jetzt aber richtig denke, würde ich erst Lippenstift drauf machen, dann würde ich die Restfeuchtigkeit mit dem Puder abdecken, um dann mit dem Kosmetiktuch das überschüssige Puder wieder zu entfernen. Dadurch hätte ich die Gegebenheit, dass eben der Lippenstift trocken ist und ich daraufhin nicht die Gefahr habe, dass ich am Glasrand oder sonst irgendwo meinen Lippenstift verliere, weil die Haftung zu den anderen Sachen nicht gegeben ist. Da aber sowohl A als auch B die Herleitung herstellen von wegen, ich mache es erst feucht und dann wieder trocken. Oh Gott, ich habe da gerade was. Nehme ich das weg. Ich nehme C. Das klingt für mich logisch. Warte mal, ich habe gerade die Frau vor Augen. Die Leute, die SpongeBob gucken, die wissen, was ich meine. Mhm. Weil die hat nämlich auch so ein Problem mit den Lippen und die kriegt dann, das ist so eine Aufgabe in so einem Karate-Dojo, was weiß ich. Und da kommt dann einfach Sandy mit dem Föhn an, unter Wasser. Und trocknet ihre Lippen aus und werden die Lippen spröde und explodieren. Okay, nee, also ich nehme einfach das Kosmetiktuch und Puder und fühle mich schlau. Hier ist die richtige Antwort. Oft ist die Leuchtkraft eines Lippenstiftes nur von kurzer Dauer. Wer wesentlich länger Freude am roten Kussmund haben möchte, sollte zu einem Trick greifen. Einfach mit einem dünnen Kosmetiktuch die bemalten Lippen bedecken. Danach den losen Puder durch das Tuch auf die Lippen tupfen. Der Puder setzt sich durch das Tuch auf die Lippen ab und fixiert somit die Farbe. Hä? So, ich habe es zwar anders erklärt, aber es ist richtig. Ich habe den Ton nicht gehört, weil ich einfach keine Lust hatte, gerade meine Arme zu bewegen. Und es sah halt schon ziemlich bescheuert aus. Es muss nicht gut aussehen, es muss funktionieren. Das ist der Trick dahinter. Das ist wohl richtig und deswegen nehmen wir auch Biologie. Bio. Aber das finde ich zum Beispiel. Wie werden kernlose Weintrauben gezüchtet? A, sie vermehren sich durch Stecklinge. B, die Kerne lösen sich im Reifungsprozess auf. Oder C, sie entstehen im Labor. Oh Gott. Mir geht es sehr, sehr gut, Skylar. Danke der Nachfrage. Gesehen gehabt. Ich hoffe dir auch. Ich habe irgendwo letztens, was heißt letztens, das ist auch schon ein bisschen her, habe ich irgendwas gesehen. Ich bin der Meinung, das sind extra gezüchtet,
Ja, steht ja da oben. Sind extra gezüchtete Dinger, wo sich der Kern auflöst. Wenn ich mich nicht komplett irre. Stecklinge. Was zum Geier sind Stecklinge? Soll ich dir Stecklinge in der Camp zeigen? Ja, mach mal bitte. Alles klar. Alles klar, es ist wieder Pflanzenzeit, Freunde. Ja, man erkennt nicht besonders viel, weil das Grün rausgefiltert wird. Ich bin der Wurm und ich bin nur am Motten. So, Moment. Ich arbeite dran. Ey, bitte fürs Protokoll. Ich habe jetzt auch seit letzter Woche hier ein Grünzeug bei mir auf dem Balkon. Ja, ja. Das ist eine 75 Cent Paprika. Algen zählen nicht. So. Ah, okay. Stecklinge. Das sind Überreste, die du einfach dann wieder zum Keimen bringst und zum Wurzeln bringst, oder was? Du nimmst einfach ein Stück Pflanze, schneidest es ab und es bildet dann unten drunter wieder Wurzeln. Das sind sogenannte Stecklinge. Warum funktioniert das bei den Menschen nicht, wenn die sich ein Bein abtrennen, dass dann auf einmal irgendwie wieder was Neues wächst? Das ist der komische Mann da im Internet sagt. So. Jetzt die Frage, naja, also vermehren sich durch Stecklinge? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube trotzdem, die lösen sich im Reifungsprozess auf. Sie entstehen im Labor, nee, weiß nicht. Sind das Labordinger? Nee. Ich glaube nicht, dass die da jede Weintraube extra im Labor züchten. Glaube ich nicht. Das wäre... Kann natürlich sein, dass sie die in extra Gewächshäusern oder so dafür haben, aber ich glaube nicht, dass die als Labor betitelt werden. Ich nehme B. Ich habe keine Ahnung. Gut, logge ich ein. Die Kerne müssen sich im Reifungsprozess Was sagst du? Also, das halte ich für das biologisch Sinnvollste. Ja, indem die quasi... Also A würde ich ausschließen, weil dann würdest du eine genetische, keine genetische Vielfalt haben. Ich würde sagen, die entstehen im Labor. Obwohl, nee. Ich mach mir eine Zigarette. Nee, B. Ich sag, die lösen sich auf. Wir nehmen B. Wäre halt das Sinnigste. So, wäre das zu viel Aufwand? Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Mal Ton lauter machen. Die Sultanine entsteht aus einer kernlosen Weintraubensorte, die schon seit Jahrtausenden kultiviert wird. Weintrauben lassen sich nicht nur durch Samen, sondern auch ungeschlechtlich vermehren, und zwar durch Ableger, Stecklinge oder durch Aufpropfen. Man nimmt dabei den Trieb einer bestehenden kernlos tragenden Pflanze und propft ihn auf einen bestehenden Weinstock. Daraus entsteht dann eine komplett neue Pflanze, die wiederum kernlose Weintrauben liefert. Dann ist da aber keine genetische Vielfalt mehr da. Krass. Es bleibt bei 500 Euro. Tja, dann bleibt es wohl bei 500 Euro. Ja, kann ich mitleben. Eine nächste für euch. Psychologie haben wir so oft versagt. Nein. Ja, den gönnt ihr. Was zügelt statistisch erwiesen den Heißhunger auf Schokolade? A. Vanilleduft riechen. Eine Zigarette. B. Bier trinken. Oder C. Gürtel weiterschnallen. Alter, was? Oder D. Schokolade essen. Also bei E könnte ich auch noch neben Glas Nutella verschlingen. Ja, es ist ja auch keine Schokolade, ne? Das ist ja eine Nusscreme. Ja, aber es geht schon in Richtung... Schokoladen, Nusscreme, bla, Gedöns. Ich glaube, wenn du einfach von irgendwas so viel isst oder trinkst, dass du wirklich, dass dir schlecht ist, dann hast du auch keinen Heißhunger mehr auf Schokolade. Aber Moment, ich drop jetzt einfach nochmal einen Flachwitz. Ich sag jetzt einfach Nutella rückwärts, bevor es alle tun. Oh Mann. Verdummt's. Oh Mann. So.
Gott, wie war noch der Spruch? Wusstest du, dass Freibier vorwärts und rückwärts gleich geschrieben ist, wenn du nur einen Buchstaben verschiebst? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ja, okay, alles klar. Okay, du bist gruselig. Du musst nur das F von vorne nach hinten verschieben und rückwärts lesen. Es muss was Psychologisches sein. Gürtel weiterschnallen. Fühle ich mich nicht mehr dick? Keine Ahnung. Fühle ich mich dann trotzdem? Ah, egal. Ich freue mich auf die Aussage, wenn irgendeiner das VOD guckt oder das auf YouTube guckt und dann auf einmal nur im Chat sieht, Freibier. So ohne Kontext. Das sieht man ja nur im VOD, nicht auf YouTube. Bier trinken. Bitter, bitter Schokolade entgegenarbeiten? Nee. Vanilleduft riechen. Ist so Vanille das Äquivalent zu Schokolade? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich nehme A. Publikum habe ich ja nicht mehr. Ich weiß es nicht. Es gibt diverse Gerüche, die dafür sorgen, dass du halt auf irgendwas keinen Bock hast, aber ich weiß nicht, ob es Vanille ist. Eingeloggt. Hier ist die Lösung. Ja, hast du Bock auf Vanille? Ein Londoner Forscherteam untersuchte die Wirkung verschiedener Düfte. Warum Kugeln? Tatsächlich aßen Studienteilnehmer weniger Schokolade, wenn sie Vanilleduft. Eiskonfekt. Als Grund dafür vermuten Forscher das Hormon Serotonin. Schon wieder das Serotonin. Fördert demnach die Ausschüttung dieses Hormons und lässt dadurch Glücksgefühle entstehen. Wer beim Riechen schon Glück das Serotonin empfindet, ist heute aber gut demnach keine Sicht wie Eisen. Nach Süßem. Ja, Eisen und Serotonin. Wäre lustig gewesen, wenn bei der Metallfrage Serotonin als Antwort kommt. Ich glaube, dieses Mal bin ich nicht mehr ganz so gut dabei. Die Antworten sind nicht ganz so, die Fragen sind nicht ganz so geil für mich. No, armes Fuhai. Sport. Okay. Wir schließen jetzt erstmal das auf. Und ich sage, Basketball. Warum sind die meisten Billardtische grün bezogen? A, der Erfinder des Spiels war Förster. B, die ersten Turniere wurden von irischen Bischöfen abgehalten. Oder C, ursprünglich wurde Billard auf einer Wiese gespielt. Was? Da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Und ich habe gerne und leidenschaftlich Billard und Snooker gespielt. Und ich gucke auch immer noch gerne leidenschaftlich Snooker im Internet. Jetzt ist eiskalt der Ton weg. Ja gut, bei mir ändert sich nichts. Jo. Muss ich jetzt die Musik nachmachen? Dumm, 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 dumm. Ey, ich finde, das glaube ich nicht. Die ersten Turniere wurden von irischen Bischöfen abgehalten. Könnte natürlich sein. Aber warte mal, wo sind denn die ganzen Snooker-Weltmeister oder die Snooker-Meisterschaften? Die sind doch drüben im asiatischen Bereich, oder nicht? Oder sind die in Großbritannien? Nee. Also ich hätte jetzt eher gesagt, Pool und Billard und so weiter ist eher englisch. Aber okay. Ja, ich bin halt gerade am Überlegen. Also wo sind denn die ganzen Meisterschaften? Nee, es könnte gut sein, dass die in Großbritannien sind. Ich mach mal hier die Musik wieder an. Eine andere Musik. Ursprünglich wurde. Dann kann Scorpion abdancen. Also das auf der Wiese finde ich. Nee, es könnte natürlich sein. Ich glaube es. Ich nehme B. Es ist ziemlich viel B bei mir immer. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich bin unabsichtlich fies gewesen. Danke, Gatti Josie. Ja, das Leckerchen liegt genau zwischen ihren Schultern und wird vom Fell so festgehalten, dass die im Kreis läuft und nicht rankommt. Oh, Sünde. Bild ist gut getroffen. Josie qualmt schon. Oh Gott, um kurz beim Thema zu bleiben, B. Jetzt, ja, jetzt. Sie hat's. Jetzt hat sie ein Salto gemacht, oder was? Nee, sie hat sich jetzt so ganz schnell bewegt. So, Entschuldigung. Ich tendiere zu B. Es könnte auch C sein. Will ich nicht ausschließen, aber ich könnte mir... Wie heißt das, was sie immer spielen auf ihren... Die spielen Polo, die spielen Cricket, die spielen Golf. Heißt das Cricket? Bestimmt. Jetzt ja. Die halt alles auf einer Wiese. Ja, Cricket, Crockett.
was weiß ich, wie der Blödsinn heißt. Ich nehme B. Okay. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, es ist A, weil wegen so einem Billardtisch wird ja immer mit einem Stoff bezogen und das ist dann einfach der Förstner Stoff. Ich höre jetzt gar keinen Sound mehr. Das ist ja ganz wild. Ja, mal gucken, ob Kai gleich noch redet oder nicht. Nee, der hört. Wir hören den nicht mehr. Oh, das ist gut, dann brauche ich auch das Bild nicht. Das Screen nicht laut machen. Es ist ja gerade belastend. Ja, guck mal, ich habe Cricket gespielt. Gruselige Zeichnung. Irgendwann aus dem armen, alten Mittelalter. Oh, Aristokraten. Golf. War wohl falsch. Grüner Stoff. Bam, geschossen, klack. Hat was versenkt. Hat die halben. Richtig ist natürlich, wurde auf einer Wiese gespielt. Ja, genau, hat man auch ganz genau gesehen da eben. War da irgendwo eine Wiese? Das ist ja jetzt doof. Moment. Technik, Vari. Hast du nicht eben noch einen anderen Pulli an? Oder ein anderes Oberteil? War das die ganze Zeit schon lila? Okay. Kann man bitte einer ein Bild davon machen, weil das ist gerade gut. Oh, um deinen Controller neu zu verbinden, wähle deinen Charakter aus. Uiuiuiui, warte mal. Du bist SL. Oh, ich bin Will und du bist Rill. Bestätigen X. Ja, gut. Das ist jetzt sehr belastend, meine Freunde. Moment. Tja, oh, war das zu langsam. Hätte es mal eine Nahaufnahme gegeben. Habt ja noch eine Chance. Warum wird eigentlich beim Bild immer der Hintergrund schwarz angezeigt? Ja, ich glaube, wir müssen das jetzt ohne Ton weiterspielen. Das ist doch scheiße. Ja, komm, zwei Fragen, das kriegen wir noch hin. Ja, plus die Masterfrage, ne? Ja, meine Güte. Tierisch, tierisch. Ungefähr 2,5 Stunden super funktioniert, also von daher. Tierisch, tierisch. Auf Beute fangen hilft es dem Turmfalken. Dass er schwarz-weiß gefiedert ist, dass er ultraviolettes Licht sehen kann oder Mäusemännchen am Geruch von Weibchen unterscheiden kann. So, auf Beute fangen. Der Turmfalke schwarz-weiß gefiedert ist? Ich frage mich, was bei jedem von dem der Vorteil ist. Falken sind doch braun. Vertue ich mich da jetzt mit Bussarden? Ach, scheiße. Ich darf googeln. Ja, aber nichts sagen. Mäusemännchen am Geruch oder Weibchen unterscheiden. Finde ich cool. Würde ich ihm wünschen. Okay, ich kann die Aussage ruhig machen, weil es ist nicht unbedingt eindeutig. Nicht so, wir gucken mal, was so richtig ist. Und ich interpretiere wieder Video. Video zeigt Maus. Maus im Laub. Maus lebt. Er rennt weg. Maus sitzt im Baum, rennt auch weg. Mega Animation. Turmfalke kommt rein. Turmfalke. Guck doof. Turmfalke fliegt rum und guckt dabei doof. Ey, ich bin der Checker. Ich will die Mäuse. Sitzt doof und guckt doof. Und was macht er? Und sieht ultraviolettes Licht. Gut, wäre interessant zu wissen, warum. Oder was der Sinn dahinter ist. So, warum muss der ultraviolettes Licht sehen? Naja, ich dachte, vielleicht möchte er Weibchen eher finden, weil wegen die könnten ja schwanger sein oder trächtig sein und dementsprechend hat er mehr Futter. War mein Gedankengang. Eine Kiwi, Saftrohr, Kartoffeln. Es ist nichts davon, was ich jetzt als Plan hätte, weil du kannst dich auf die eine Seite legen. Weil der Magen bzw. die Speiseröhre halt gekrümmt ist, bzw. der Magenausgang, Eingang, wie auch immer das schimpft. Also das, was Richtung Hals geht, der Mageneingang. Da kannst du auf die linke Seite, ich glaube auf die linke Seite legen,
Weil dann muss der Magensaft erst einmal über den Berg rüber, damit das überhaupt in die Speiseröhre kommt. Dass man Milch nutzen soll, damit das Sodbrennen weggeht, ist ein Irrglaube. Stinknormales Wasser wirkt wesentlich besser. Habe ich mich ganz, ganz lange mit beschäftigt, weil ich regelmäßig gut Sodbrennen habe. Für alle Leute, die Omeprazol nehmen, nehmt es nicht. Versucht lieber die Ernährung ein bisschen zu ändern, weil Omeprazol ist ein Teufelszeug. Habe ich zu lange genommen, hat die Leberwerte ruiniert. Gut. Geriebene Kiwi, habe ich keine Ahnung. Wüsste ich jetzt nicht, aber könnte durchaus angehen, weil alles, was ich mir da jemals irgendwie angeguckt hatte, sind Sachen gewesen, wo für mich nur Wasser und die Liegeposition in Betracht gekommen wäre, weil das andere habe ich alles nicht gemacht. Saft roher Kartoffeln. Wie kriegt man Saft aus einer rohen Kartoffel? Pressen. Hä? Pressen. Pressen. Ist da so viel Saft drin? Ja. Wenn du einmal Kartoffeln gerieben hast für Reibekuchen oder so, weißt du, wie viel da rauskommt? Also Kartoffeln sind ja ein wahres Wundermittel. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Saft einer rohen Kartoffel irgendwas bindet, zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie die Sodbrennen, ob sie die Magensäure irgendwie bindet. So wie das halt auch bei Toastbrot immer gesagt wird und bei Fett, bei Saufen und sowas. Ich habe keine Ahnung. Kalter Kaffee schließe ich komplett aus, weil das hätte ich sonst gemacht, weil ich trinke gerne kalten Kaffee. Deswegen, Kiwi kann ich nicht ausschließen, habe ich keine Ahnung. Stelle ich mir aber auch irgendwie komisch vor. Deswegen nehme ich saftroher Kartoffeln. Ich weiß, dass mein Vater immer Salz, etwas Salz, so eine Prise Salz ins Kaffeepulver macht, damit er weniger Sodbrennen kriegt. Keine Ahnung, ob das hilft oder nicht. Keine Ahnung. Okay. Du nimmst saftroher Kartoffel? Ja, ich nehme saftroher Kartoffel. Skylar, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Viel Spaß. Dankeschön, Skylar. Ich würde schätzen, dass Kartoffeln basisch sind. Oh. Also nehme ich saftroher Kartoffel. Ja, ja, ja. Kurzes Intermezzo zur letzten Frage. Das Ultraviolett-Sehen ist so gut, weil Mäuseurin unter ultraviolettem Licht leuchtet. Ah, okay. Das war ja dieser Test, den sie gemacht haben in verschiedenen Lagerhäusern mit Getränkedosen, wie viel Urin da von irgendwelchen Nagern drauf ist. Also es scheint wohl doch der Saft der rohen Kartoffel zu sein, weil wir wissen es nicht. Ich wusste gar nicht, dass da so viel Flüssigkeit drin ist. Ist ja immer mega geil. Naja. Ich muss mir mal irgendwie wieder ein, zwei Kartoffeln holen und muss sie mal auspressen. Solange du nicht anfängst, deine Gurke zu entsaften. Nein. Zumindest nicht die Gurke, die du jetzt gerade meinst. Kennst du das Video? Nein. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es auch gar nicht kennen. Warte. Oh nein. Also ich stelle mir das auch echt ekelhaft schmeckend vor. Boah. Oh, es gibt nichts Geileres als Kartoffel, ey. Meine Nachbarin, die macht hier... es ist zwar eine gekochte Kartoffel, aber die macht immer so geiles Essen und da ist alles mögliche an Zeug drauf, von Grünzeug und alles, was ich früher als Kind nicht mochte. Und oh toll. Ja, ich bin vegan. Haut sie da trotzdem immer Fleisch drauf und das Erste, was weg ist, sind die Kartoffeln. Es geht um Architektur. Ja, da bin ich perfekt. Habe ich aber die Geschichte schon gezeigt. Also wieder all in, ne? Ja, natürlich. Deswegen vielleicht das kochende Wasser aus dem Wasserkocher. Aber das ist ja nicht normal, das Saufen. Naja, was ist schon normal? Welches dieser Gebäude ist das höchste? Messeturm in Frankfurt am Main, Fernsehturm in Berlin oder Eiffelturm in Paris? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe keinen Plan, wie groß der Messeturm in Frankfurt ist. Eiffelturm und Fernsehturm. Guck mal Kai an. Er hat eben noch mit dem Bein auseinander und dann war die Zeit vorbei und auf einmal überkreuzt er seine Beine in Rekordzeit. Was war das denn für ein Trick? So, du hast ich habe 2000 gesetzt. Du hast 1000 gesetzt. Jetzt schlaues Blabla von Kai Pflaume. Bernhard Ruecker hat A genommen. Elton hat B genommen.
Und jetzt schlaue Erklärungen, wer wie was, wo, wie hoch ist. Einfach mal hier hindenken. Und richtig ist natürlich Antwort C. Bei unserem Glück, ja. So wie die letzten beiden Male. Aber ich glaube. Wäre halt lustig, wenn wir wieder beide falsch sind. Ich glaube aber, der Fernsehturm ist höher als der Eiffelturm. Der Meinung bin ich auch. Ha! GZ, du hast ja mal wieder gewonnen. Ich habe die tonlose Version. Ich habe die erste Runde auch gewonnen. Ja gut, aber nur, weil wir beide nicht all in sind. Und ich merke schon, Vari ist sehr unaufmerksam, was Zahlen angeht. Warum? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ah, da stehe ich zu. Nein, ich habe Urlaub. Aber hey, alle Gäste hinter mir kriegen sensationell Zuschauerverteilung, nein, gespielter Gesetzergeldbetrag. Geld. Ach so, 70,18 Euro. Ach, guck mal, ach da. Für Blöde steht es links oben groß. Genau. Ja, das ist ja spannend. Das ist ja geil, dass das jetzt hier so tonlos wurde. Ja, passiert. Also ich glaube, wir haben die letzte Viertelstunde doch ganz gut überbrücken können. Ja, aber vor allem, das Ding ist, es ist der komplette Sound bei meiner Caption Card weggebrochen, ne? Okay. Interessant. Ich möchte das jetzt nur für mich einmal wissen. Ich werde mich aber schon mal verabschieden, wünsche euch beiden eine gute Nacht, wünsche dem Chat eine gute Nacht und sag bis die Tage. Gute Nacht, Kuro, und vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Gerne doch. Dann haben wir den nächsten Stream haben wir am Samstag, spontaner Stream ab 18 Uhr. Also da könnte man eventuell beikommen. Ja, oder Arrow. Hallöchen, Arrow. Na, wie lief euer Stream? Hattet ihr einen schönen Stream? Was habt ihr denn gemacht? Natürlich COD gespielt. Eieieiei. Hattet ihr schöne Runden? Ich hoffe doch. Und wie Kuro gerade gesagt hat, genau, am Samstag gibt es einen spontanen Stream. Okay, ich bin immer noch der Fuhype. Ja, Entschuldigung, ich bin durch. Du hast es mit uns, ne? Ja, ich hab's mit euch sowas von. Hier, Gerüchte muss man streuen. Der arme Kuro, dass der immer mit mir Dings verwechselt wird. So, ich wechsle mal in die Just-Chatting-Szene hier rein. Denn irgendwie möchte jetzt hier gerade der Sound gar nicht mehr. Huhu, ja, Stream war top. Sind gerade dabei, die neue Map zu testen und kennenzulernen, die gestern rauskam. Oh, da gab es ein Content-Update. Okay, nein, spannend. Nein, nicht die gleichen Personen. Kuro ist schlau und geht arbeiten und ich bin nicht schlau und bin krank. No. Also krank geschrieben. Also wir sind ein bisschen unterschiedlich. Und wie gefällt dir die neue Map? Was soll ich denn... Ist die einfach für dich zu spielen oder eher schwieriger? Ich bin gespannt. Ihr seid einfach dieselbe Person. So ist richtig. Nee, das war nicht der richtige Befehl. Nein. Ausrufezeichen Ticket, da gibt es den Hinweis dazu, dass es demnächst eine Giveaway-Aktion gibt. Vom 24. Juni bis zum 2. Juli wird es gehen. Da könnt ihr Tickets für Kanalpunkte sammeln. 250 Kanalpunkte kostet ein Ticket und ihr könnt da lustige Sachen gewinnen. Wie unter anderem Postkarten, Schlüsselanhänger und noch viele weitere Überraschungssachen. Nähere Informationen sind unten in der Infobox verlinkt mit dem Hinweis zur Homepage, wo es auch noch mal ein paar Informationen Allgemeines gibt. Ja, oder im Varitext auf Seite 303. Genau. Zurzeit schwieriger, aber Gewöhnungssache, schätze ich. Ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? Mit dem, man muss sich umgewöhnen, es gibt neue Sachen, die ausprobiert werden müssen, etc., etc., etc. Aber es ist doch schön, wenn es neue Maps und neuen Content gibt. So soll es doch sein. Wäre ja langweilig sonst. So, und jetzt gucken wir mal. Eigentlich wollte ich ja zu dir wieder rüber raiden, Arrow, aber du bist mir ja zuvor gekommen. Du Schlingel. Ich kann ja schon mal hier meine...
Ja gut. Häuser haben halt den Nachteil, dass man sich da gut in Ecken verstecken kann. Das ist wohl häufig so. Ja, gleich haben wir es geschafft. Gleich sind die 3 Stunden voll. Ja, aber da nehme ich gerade gar kein... Alles gut. Bis du das fertig gemacht hast mit dem Raid, ist auch 3 Stunden voll. Genau. So. Ich sag schon mal vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Gerne, gerne. Gerne wieder. Und ja. Tschüss, Chat. Bis Samstag wahrscheinlich. Genau. Tschüss, hi. Danke fürs Mitmachen. Ja, ich bin so lange ruhig. Okay. Ich glaube, wir werden rüber raiden zu Bären Fuchs. Der spielt gerade Farming Simulator und der hat uns letztens geradet. Da können wir doch mal so ein bisschen mit reingucken, was er da so Schönes macht. Und ich, wie gesagt, würde mich herzlich freuen, wenn ihr demnächst am Samstag wieder mit dabei seid. Denn, wie gesagt, da gibt es einen spontanen Stream. Ich habe Stimmen gehört, dass dementsprechend eventuell sogar Mario Kart stattfinden könnte. Man weiß es noch nicht so genau. Wenn genau. Aus Rufezeichen Mods loben. Genau, Ton ist noch so eine Sache. Die muss natürlich stimmen. Ich starte aber jetzt schon mal den Raid. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, für euren Support, für euren Raid. Lasst ein bisschen Liebe bei BN Fuchs über. Dann gucken wir uns ein bisschen Landwirtschaftssimulator an. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut. Bis denn schön. Ja, wir müssen das jetzt kurz einmal sicher halten. Na, hast du? Sehr gut, Barisch. Bei was hat dein Anal... Analphabet Probleme? Genau, dekadente. Ich habe im Stream angefangen. Ich habe eins fürs Wohnzimmer, eins fürs Schlafzimmer, eins für die Küche, eins für Discord, ein separates für den Stream. Ich will doch nur Krieg. Ich will doch nur Krieg. Ja, das kann doch nicht so schwer weg sein. Weg mit der Bombarde, die kann doch nix. Er will doch nur Krieg. Ganz laut geschnarcht. Stell mir das mal echt vor. Was? Guten Abend, Missy. Oder besser gesagt, guten Abend. Ein Fotograf ist ein Fotograf. Das ist doch der, der irgendwie immer sagt, hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Genau. Und dann am besten immer dumm in die Wäsche schauen. Moment, gar nicht. Nein, meine lieben Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Sieht so aus. So ist. Ich habe Schwanz. Dinge, die aus dem Kontext gerissen, komisch klingen. Frage 14. Wobei handelt es sich um einen bekannten deutschsprachigen Schriftsteller? Kufka, Kafka, Kofka, Kifka. Stark. Was? Stark! Hab dich voll erwischt. Der kam unerwartet, ne? Also ich möchte mal ganz kurz Kritik äußern. Ja, ich kritisiere. Und mach ein Tor! Tor für Vary! Was? No! Mit der Anzeige macht das Spiel um 10 cooler! Kill die, kill die, kill die! Kill die, rein, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein! Komm, schaffst du, komm! Schaffst du, komm! Ja, schaffst du wirklich! Komm! Ich hab einfach nur alles da reingebracht! Nice! Das ist sehr schön! Ja.
Bis dann. Warte, ihr kriegt noch kurz die Krokodil Power. Mau und ciao. Quack, quack. Bin ich froh, dass Reklamationen in meinem gelernten Job nicht so ohne weiteres möglich sind. Bestatter? Ja, was? Da stelle ich mir eine Reklamation auch sehr merkwürdig vor. Oh, das wäre super witzig. Also, weh, du kommst da nicht weiter. Du bist schwul. Das ist ein Schwanzjagdspiel. Das muss funktionieren. Ein Podium können wir bauen. Oh, Leute. Oh, lala. Jetzt können Reden gehalten werden. Können die Ziegen Reden halten, oder was? Sprechet zum Volk. Meh.